Bild, Ton, Rock'n'Roll. Hallo Leute, willkommen beim Homeoffice, Ausgabe 278 steht an. Und ja, willkommen. Und wieder ist viel passiert die Woche. Wir gucken natürlich, was der freie Vogel Twitter macht. Da gibt es ja einiges zu bereden. Dann Herr Pelosi hat Besuch bekommen. Auch eine krasse Nummer. Und alle möglichen Geschichten aus Amerika, die wir heute unbedingt besprechen möchten. Und es ist, ja, es ist kurz vor Halloween, deswegen lehnt euch zurück. Viel Spaß, Homeoffice steht an. Bis gleich. Wenn Drohnen Albträume haben, sage ich dazu nur. Hallo Jungs, fast Halloween schon. Guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Guten Abend, Männer. Guten Abend an alle da draußen zur Prä-Halloween-Night. Und hey, schön, Frank, dass du wieder dabei bist in unserer Runde. Wie war der Urlaub? Tatsächlich erholsam, ja. Also Ostsee im Herbst ist doch was anderes als Italien im Sommer. Also von daher... Das ist eine wertvolle Aussage, das nehmen wir gleich mal mit. Aber ja, vor allem vom Erholungsfaktor, das kann ich mir vorstellen. Also sprichst du auf an, Italien im Sommer ist halt echt ein Haufen Leute. Italiener machen auch alle Ferien am Meer. Aber ja, hast du auch schöne Wetterphase erwischt, weil es ist ja wirklich traumhafter Herbst, richtig warm. Aber Hauptunterschied ist einfach die Temperatur, oder? 35 Grad in der Nacht und ist was anderes wie 15 in der Nacht, oder wie kalt war es denn da? Ach du, wir haben ja hier Sommertage tatsächlich, ja? Jetzt im letzten Oktoberdrittel. Dank des Tiefdruckgebiets Iris und des Hochdruckgebiets Sacharia war das so, ne? Erfahren wir gerade ein äußerst ungewöhnliches Wetterphänomen, was ausgerechnet Deutschland trifft. Ja? Tatsächlich in dem Moment nichts mit dem Klimawandel zu tun, sondern schlicht und ergreifend kommt das hin und wieder vor. Ist allerdings, auch wenn das viele Medien falsch kolportiert haben, nicht der wärmste Oktober. Und es gab noch nicht mal einen wärmsten Oktobertag seit Beginn der Aufzeichnungen. Das ist nach wie vor im Jahr 2006 passiert, mit, glaube ich, 28,6 Grad. Ja. Ich meine, auch Ende der 70er gab es auch mal so einen ganz heißen Oktober. Das ist wirklich so, ich kann mich da erinnern. Weil ich bin früher mit meinem Vater weniger freiwillig, gerade als Kind, musste ich halt ständig bergsteigen, so, weißt du, und dann kann ich mich erinnern, da gab es diesen einen Herbst, da sind wir im Oktober noch die ganze Zeit berggestiegen, so richtig massiv, ja, und während sonst schon, oder und sogar noch im November, während sonst im November dann mein Vater dann schon auf Skitour umgestiegen ist, das hat dann für uns eher ein bisschen mehr, also war die Bergsteigersaison vorbei, aber damals, diesem einen Ende der 70er sind wir irgendwann noch im November in den Bergen rumgelatscht. Ja, ja, schön. Also du bist gut erholt, kein Rücken diesmal. Nein, alles bestens. Alles super. Und hast du irgendwas mitgekriegt von der Welt oder hast du dich abgeschottet? So mehr oder weniger. Ich habe mich komplett abgeschottet. Ja. Offline. Ich weiß gar nichts. Weit nicht ein. Ja, okay. Die Welt ist immer noch. Ich bin ja schon ein paar Tage wieder da. Ja. Ich habe mich natürlich geupdatet und schon fleißig mit dem Kopf wieder geschüttelt. Wie war denn die Stimmung da vor Ort? Ich meine, in so, wo man Ferien macht, dann kann man auch mit den Leuten ein bisschen plaudern. So. Wie ist da die Stimmung? Auch so bei Gastro und so weiter. Ich meine, sind die alle locker drauf oder ist da auch die Krise, die sich anbahnt oder wo wir schon mittendrin sind, ist ja zu merken. Ach, wo Urlaub gemacht wird, sind die Leute, glaube ich, noch einigermaßen locker drauf. Aber da, wo man mal hingehört hat, was so die Gesprächsthemen sind am Nachbarstisch, ja doch, da hat man schon auch die eine oder andere vor Ort, ich meine, in so... Ja, also das ist allerorts gleich. Aber nee, da, wo ich war, war tatsächlich noch einigermaßen eine heile Welt und Urlaub. Einfach nur Urlaub. Ja. Also ich glaube, die dahin gehen, die wollen halt mit dem Scheiß einfach mal eine Woche nichts zu tun haben. Ja. Deswegen macht man ja Urlaub. War sehr schön. Ne? Also ich habe gestern Autobahnfahrt gehabt, eine Stunde, war bei meiner Familie drüben und auf dem Rückweg fetter Autobahnstau auch, ja, so Münchner Umgehungsstraße rum. Und ich habe nicht den Eindruck, dass da jetzt gerade eine große Krise auf den Straßen unterwegs ist, so nach Motto, die bleiben alle zu Hause und machen keinen Urlaub und keiner hat Geld, sondern da waren endlos viele Autos Richtung Süden unterwegs. Das ist das, was ich wahrnehme von A8, also Hauptverkehrstangente Stuttgart-München und dann runter noch Richtung Süden. So, noch ist nicht diese Panikstimmung, wie viele verbreiten, inklusive mir.
Also, um ehrlich zu sein, das habe ich jetzt auf der Autobahn habe ich nicht sehen können. Und auch eine Luxuskarosse nach der anderen ist da an mir vorbeigezogen. Also, das vielleicht dauert es ja noch ein bisschen. Kommt, also aber was erwartest du, dass die Leute mehr Panik haben, mehr Nö, rumschreien, nee, mehr eher oder sparen Spaß oder haben aus dem Leben? eher ein bisschen so zurückhalten, weißt du so. Oder vielleicht ist es jetzt so nach dem Motto: komm schon, wenn schon, Ja, dann wenn schon, denn jetzt. schon, jetzt erst Jetzt, recht. weil jetzt können wir noch, jetzt gibt es noch Sprit, der kostet 2,10 € oder 2,20 €. Das geht noch, bevor es jetzt mal 3 € kostet, Das ist dann so, geht gar nichts. die Landschaftsgärtner in Kiew, die sagen auch jetzt erst recht, ja, die mähen jetzt den Rasen und machen es dort wunderschön, ja, so aus symbolisch. Es sieht viel schöner aus als vor dem Krieg jetzt. Ja. Das ist so als Zeichen, ja, jetzt erst recht. Da Vielleicht muss ich. ist es so eine Mentalität, dass man sagt, ja, geht eher als ein Bach runter, kloppt man noch mal raus, was geht, bevor es nicht mehr geht. Auch in den Restaurants. Wir hatten neulich Besuch von Freunden. Wir sind mit Freunden nach langer Zeit mal wieder essen gegangen. Das war ein Samstagabend in München. Das Restaurant war bumsvoll, wirklich von 8 bis 23 Uhr war jeder Platz ausverkauft. Wir mussten echt anstehen, auch obwohl wir reserviert hatten. Und also da habe ich es jetzt noch nicht gesehen. Ne? Also, aber das ist nur mein Schlüssellochblick. Also ich weiß natürlich, dass viele Menschen weit davon entfernt sind, sich überhaupt noch ein Abendessen mit Freunden irgendwo leisten Klar, zu wenn du ins können. Restaurant gehst, Das siehst du die, ist, die es leisten können. Logisch. ja, und ich sehe das schon, Aber weißt die du, gibt es so, halt noch. ja. Ja. Und zum Glück kann man ja sagen, weißt du, das ist ja noch irgendwo so ein Zeichen von einigermaßen Normalität. Ja. Und ja, ich glaube, es trifft auch nicht wirklich jeden. Ja. Deutschland ist ein reiches Land, hier leben auch viele reiche Leute, denen das jetzt nicht so sonderlich wehtut. Ja, das muss man halt auch sehen. Aber die Menschen, die unter die Armutsgrenze oder das, was davon definiert ist, rutschen, das ist natürlich, nimmt zu. Ja. Nahezu mittlerweile bald die Hälfte, wenn Ja. man Also. jetzt mal das als Messlatte nimmt, was davor definiert ist. Wenn man die Realität als Messlatte nimmt, ja, also was ist wirklich realistisch, was brauchst du zum Leben und so weiter und so fort, muss man einfach ganz klar sagen, extrem viele Menschen kommen eben an den Punkt, dass sie schon nach der Hälfte des Monats, es ist Portemonnaie leer, ja, wie man jetzt mal so ganz platt das sagt, aber das ist eben schlicht und ergreifend eine Tatsache, mit der erstaunlich viele offensichtlich irgendwie klarkommen. Ja? Also wenn man das als Grundlage bemisst, finde ich es tatsächlich noch relativ gemäßigt. Ja? Ruhig, verhältnismäßig ruhig. Man hat ja vom heißen Herbst geredet, jetzt ist der Oktober schon vorbei. So heiß war der Herbst bis jetzt nicht, mal abgesehen von den Temperaturen. Oder? Also es ist schon viel los, ja. Ich will jetzt das gar nicht kleinreden, es ist viel los auf den Städten. Unmut macht sich breit. Aber diese extremen Ausuferungen, wie sie auch von der Politik prognostiziert und nahezu schon herbeigeredet wurden, sind bis jetzt ausgeblieben. Und mich wundert es schon fast, ehrlich gesagt, bei dem, was los ist. Ja, sehe ich auch so. Der prognostizierte heiße Herbst ist noch nicht eingetreten. Aber es kann auch kommen. Also ich kann auch nur bei mir sprechen. Bei mir ist es jetzt auch noch nicht so massiv angekommen, dass Gas 20 mal so teuer ist oder sowas. Also das kommt vielleicht alles erst noch. Und der Winter steht noch bevor. Noch gibt es keinen Grund zur großen Aufregung, finde ich. Winter is coming, ja. Im Moment sieht es nicht so aus, aber Es ist ja zum Teil so verrückt gewesen. Letzte Woche, ich kann euch das leider auch nicht genau erklären, weil ich es auch wirklich nicht verstehe. Aber letzte Woche sind da wo die Energieträger gehandelt werden, Gas, Öl und so weiter, so an denjenigen Börsen, sind die Preise ja zum Teil so ins Bodenlose gestürzt. Ich weiß, das hängt dann wahrscheinlich zusammen mit irgendwelchen Warentermingeschäften. Am so und so vielten muss die und die Menge Gas verkauft werden. Aber dann hatte man quasi auf einmal für ein paar Tage oder für ein paar Stunden am Tag so eine Übermenge am Angebot, viel mehr Angebot als Nachfrage, dass die Preise so zum Teil auf Null gegangen sind, wo man sich auch denkt, das ist diese kapitalistische Logik. Ich verstehe es nicht so, aber ja, weird. Habt ihr es mitbekommen? Das in den Zeitungen stand, ich kann das auch nicht genau durchdringen mehr. ja, bei Ich uns habe ist es nicht es um mitbekommen. 8 Cent billiger geworden. Da war es sofort, wow, nur noch 2,09 €. Wow, weißt du, wo du dir denkst, ey, wenn du vor einem halben Jahr noch gedacht hättest, das kostet Sprit nur noch 2 € die ganze Zeit, 2,20 €. Es war doch ganz am Anfang, war es doch 2,30 € auch mal.
34, 2,44 Euro, so ganz ich kurz. Ich habe im Urlaub 2,55 bezahlt, allerdings Autobahn. Ja, okay. Was, 2,55? 2,55. Da habe ich gerade auch noch so voll gemacht, bis ich nach Hause komme. Ja. Aber ich meine, letzte Woche hätte ich noch gesehen, dass in Chemnitz das noch unter 2 Euro war. 1,95 oder so, kann das sein? Ich glaube schon. Ist das solche Unterschiede innerhalb von Deutschland? Naja, mag sein. Entschuldigung, dass ich kurz aus dem Bild verschwunden bin. Ich musste meine Sekretärin kurz des Raumes verweisen. Das kleine Hündchen, das hier immer so mit rumschwirrt hier, war gerade nicht zu ertragen, was der Hund mit dann an den Kabel so zu nagen. So. Nein, das war hat einen ganz anderen Grund. Jetzt geht's langsam wieder so. Boah, ich sag euch hier, Home Story, Herzstillstand-Moment vor 2 Stunden. Wir waren Gassi, da gibt's so eine Strecke an der S-Bahn entlang, dicker, fetter Zaun, seit Jahren schon unterwegs, da ist ja ein Zaun, da kann nichts passieren, da können sie ein bisschen über die Felder raus. Und auf einmal weißes Hündchen auf der anderen Seite vom Zaun, auf der S-Bahn-Seite. War ein Loch unten drin, das aber schon zugewachsen war. Da hat jemand unten diesen Zaun an der S-Bahn, der hat unten alle 5 cm so einen Abstand, dass das Kleintier nicht durch kann. Und ab so einem Meter ungefähr ist es alle 10 cm Abstand. Weißt du, so ein richtiger Schutzzaun irgendwie. War da ein Loch drin, halber, dreiviertel Meter rausgezwickt und das Gras drüber gewachsen, nie gesehen. Mein Herz ist stehen geblieben, wenn da eine S-Bahn gekommen wäre, weißt du so. Und meine Aufgabe ist jetzt dann morgen mit Draht und Geflecht darüber und den S-Bahn-Zaun wieder kitten, weil es geht ja nicht nur uns so, da laufen ja viele Hunde Gassi. Ey, ich sag's euch, da war ich echt, danke liebes Universum, dass das an uns vorbeigegangen ist heute. Ich war echt, danke. Aber trotzdem, irgendwas Falsches hat sie gefressen gerade. So. End of Home Story. Ab in die Themen. Da gibt's ab in die Themen. Ab in die Robert, Themen. Ich hatte gerade mal noch einen Link geschickt, einen kleinen Einspieler. One Link, okay, Moment. Dann. Ah ja, den habe ich auch schon auf dem Schirm gehabt, genau. Den muss ich dann... Ein Wendehals-O-Ton. Mhm, Moment, den müssen wir nicht gleich, aber ich kann ihn ja schon mal anlegen dann hier irgendwo. Ist das der ja, hier, Themen, ne? Also womit fangen wir an? Erste Frage, Halloween thematisieren wir heute nicht, oder? Weil ich kann mich erinnern, letztes Jahr waren wir, glaube ich, direkt an Halloween auch am Start. Und vor 2 Jahren kann ich mich erinnern, da habt ihr mich auflaufen lassen und gesagt, hey, komm, wir kommen maskiert in die Sendung. Und so als hier voll im Halloween-Kostüm, so dir ganz normal. Ja, okay, welcome to the party. So, aber halt, so ist, ne? Du warst so eine hübsche Hexe. Nein, heute ist ja kein Halloween, von daher... Doch, weil es natürlich trotzdem Thema ist und wir ja große Bewunderer der Kürbisschnitzkunst sind, haben wir natürlich wieder einen Aufruf gemacht heute. Wir wollen eure Kürbisse sehen. Mm. Ja. Leute haben über Telegram schon viel geschickt und über E-Mail und die zeigen wir am Ende der Sendung natürlich. Gibt es nochmal ein Best-of. Können Leute, die das noch nicht mitbekommen haben, jetzt noch während der Sendung dir was schicken? Und reicht es dann fürs Ende der Sendung? Ja, genau. Robert und ich, wir werden dann mit voller Aufmerksamkeit im Hintergrund das hier machen. Ja. info@nuviso.tv könnt ihr eure Kürbisse hinschicken. Ja. Und ich bin dann wieder schuld, wenn die Bilder nicht richtig. Genau, ja. Lasst mich oder wieder auflaufen. Oder über Telegram-Chat. So, und jetzt steigen wir ein in die Themen. Was gibt es Neues? Musk ist ein Thema... NSU-Akten finde ich spannend. Ja, Kim.com hat, finde ich, einen interessanten Tweet rausgehauen. Da geht es um die ehemalige britische Premierministerin. Bevor ich jetzt hier lang rumtue, zeige ich euch das einfach mal. Also das ist das hier. Und zwar geht es da um den Tweet hier. So, könnt ihr es sehen? Habt ihr das Bild auch? Wunderbar. Also Kim.com ist ja bekannt. Ne? Frank, wer ist das? Kim.com? Ein Hacker, ein berühmter deutscher Hacker, der gejagt wurde, kriminell war, ausgewandert wurde, im Knast war, freigelassen wurde, ausgeliefert wurde, gejagt wurde und so weiter. Man kennt ihn halt unter Kim Schmitz, jetzt Kim.com. Und er ist halt ein Hacker, der viel auf sich hält und auch, glaube ich, einiges drauf hat. Und der hat halt dadurch auch Zugang zu der einen oder anderen Cloud, so wie er das ja jetzt hier in diesen Beiträgen auch suggeriert. Ja, und er behauptet hier, former UK Prime Minister Liz Truss hätte eine Minute, nachdem die Explosion der Pipeline stattgefunden hätte, eine SMS abgeschickt mit den Worten, it's done. Das okay. ist die Behauptung. Er lacht zum Beispiel, hier unten steht, the funny thing is that government officials with top security clearance still prefer using iPhones over their NSA, GCHQ,
issued encrypted shit phones. Also die nehmen lieber das iPhone anstatt ihr dienstlich geliefertes, gesichertes Telefon. Was ist ein GCHQ? Headquarter, aber GC, kennt ihr das? Kennt ihr die Abkürzung, was GC heißt? Keine Ahnung. Aber sie hat die SMS angeblich an Blinken geschickt, also an den amerikanischen Verteidigungsminister, Außenminister? Außenminister. Gut, das ist jetzt hier eine Behauptung von Kim Schmitz. Ja, wir wissen es nicht, wir können es nicht nachprüfen, aber wenn es denn so ist, ja, dann ist es natürlich zumindest interessant. Aber interessant ist auch, dass er hier diese Five Eyes Alliance erwähnt. Weil wir hatten es ja hier schon diskutiert, ob für diese Anschläge NATO-Strukturen in Frage kommen. Und ich sehe das eher kritisch, weil NATO ist halt auch ganz viele europäische Länder, unter anderem auch Deutschland. Aber diese Five Eyes Alliance, das ist ja, das sind fünf Länder, das sind alles diese angelsächsischen Länder. Das sind USA, UK, Australien, Neuseeland und eins fehlt noch, Kanada, glaube ich, ja. Also so eine alte, das ist so eine eigene Connection und diese Five Eyes, das heißt besonders, dass die so eben geheimdienstlich zusammenarbeiten, wenn es auch geht über Überwachung von elektronischem Datenverkehr weltweit und so weiter. Diese Five Eyes Alliance, das ist vielleicht nochmal eine andere Alliance als eben sowas wie NATO-Struktur. Ja? Finde ich auf jeden Fall interessanter, dass er die hier erwähnte. Kim.com, komm doch bitte zu uns ins Homeoffice und klär uns auf. Ja, genau, wir sollten ihn mal einladen, wie es genau ist. Hier, Kim.com auch, weil du gemeint hast, der Hacker, aber ist der nicht auch Unternehmer gewesen? Ist der nicht auch richtig reich geworden irgendwie mit irgendeiner Internetplattform? No, mit Mega und ja, mit Mega-Upload, glaube ich. Ja, aber der hat, ich weiß es nicht, kenn die Biografie von ihm nicht, aber ja, der ist auch sehr reich geworden mit dem, was er kann. Ein Computer- und Internet-Nerd halt, der schon von Anfang an... Government Communication Headquarters. Government Communication Headquarters. Okay. Danke an den Chat. Ah, thank you. NSA, ja, ich habe es mir gedacht, dass es irgendwie auch mit dem Staat zu tun hat, ja. Aber apropos, ich meine, was er hier so schreibt, ist jetzt auch nicht so weit hergegriffen. Wir kennen das doch, ja, was unter Freunden sich gehört und was nicht gehört. Ja, also das iPhone der Kanzlerin war kein Problem abzuhören, ja, für die amerikanischen Dienste. Deswegen gehe ich mal davon aus, wenn es technisch möglich ist, dann kommen da solche Leute wie Kim, Elon und wie hieß er, der hier vor kurzem von uns gegangen ist, McAfee, solche Leute haben darauf Zugriff. Bestimmt. Das ist, ich meine, eigentlich kann man sich das so nicht vorstellen. Oder eigentlich denkt man sich so als Normalbürger so, boah, wenn die hohen Mächtigen untereinander kommunizieren, dann haben die da bestimmt irgendwelche besonderen Medien, die irgendwie einen besonderen Schutz auch haben vor Abhörsicherung und so. Aber es ist ja nicht das erste Mal, dass man so Nachrichten bekommt, dass die völlig unprofessionell handeln oder einfach naiv. Wie war das damals mit der Clinton, die auch wichtiges Material einfach wie ein Privathandy gehabt hat und so weiter. Und dann glaube ich nicht nur, dass es irgendwelche Hacker möglicherweise dort Zugriff finden, sondern es gibt auch professionelle Hacker. Also allein das, sprechen wir über Russland oder so. Eigentlich darfst du doch nicht solche wichtigen Kommunikationslinien aufhalten auf einem normalen Handy. Aber mich würde es nicht überraschen, wenn es so wäre, weil es war schon ein paar Mal so. Ja. Entschuldigung, ich habe gerade noch einen Artikel rausgesucht, den ich auch gefunden habe, wo ich mich das empören möchte nachher drüber. Aber ja, Frank, darf ich das Vorgespräch von vorhin nochmal kurz aufwärmen hier? Du hast mir etwas sehr Interessantes gesagt von einem Wissenschaftler, der in einem Dialog, in einem Interview oder in einem Gespräch über die mögliche Ursache der Zerstörung von diesen Pipelines gesprochen hat. Vielleicht kannst du das in zwei kurzen Sätzen nochmal zusammenfassen. Das fand ich sehr interessant. Kannst du sagen, wer das war, was das für ein Hintergrund ist? Ich habe das zufällig auch gesehen. Also ich habe es nicht angeschaut, aber ich weiß, dass es das Interview gibt. Ich hatte keine Zeit dazu bisher. Du sprichst über die Pipeline-Sprengungen. Genau. Steht ja im Raum, wer war es, wie wurde es gemacht, alle möglichen Spekulationen gibt es. Die Frage, ob es vielleicht Russland selber war, ja, mit vorinstallierten Bomben etc. pp. All die Fragen stehen im Raum. Und nun hat ja Schweden Bilder veröffentlicht und diese Bilder hat ein Militärdozent Thorsten Pörschel, glaube ich, analysiert. Und der kam zu dem Ergebnis, also wenn man sich das Schadensbild ansieht, bleibt da eigentlich nur eine
einigermaßen logische Erklärung für das, was da passiert ist. Und zwar das Schadensbild ist eben so, dass diese zwei Röhren über einen Abschnitt von 50 Metern in den Meeresboden reingedrückt wurden. Na, da fragt man sich, wie kann das passieren? Auch platt gemacht wurden oder nur? Nein, nicht platt gemacht wurden, sondern in den Erdboden, also wenn die Pipelines so normal verlaufen, sind die quasi von 50 Metern wie von oben in den Erdboden reingedrückt. Und dadurch sind sie natürlich an diesen beiden Enden abgerissen. Ah, okay. So, und wie kann das passieren? Nicht durch Explosion von innen aus der Pipeline heraus. Und dieser Militärdozent, der nun auch noch Experte für Unterwasserexplosionen ausgerechnet ist, der hat alle möglichen Spekulationen, ist der durchgegangen, konnte sehr viel ausschließen, hat gesagt, am Ende bleibt eigentlich nur übrig, dass das zwei militärische Grundminen waren. Das sind so Tellerminen, ja, die legt man eben ab. Die sind eigentlich dafür gedacht, dass wenn etwas oben drüber schwimmt, ja, dass die dann explodieren. Aber die kannst du natürlich genauso gut als Sprengsatz benutzen, um was darunter zu detonieren. Und die hat man offensichtlich auf die zwei Pipelines gelegt. Zwei, einfach um sicher zu gehen, ja, weil eine kann ja immer mal ein Fehlzünder sein, deswegen zwei. Und die hatten zusammen eine Sprengwirkung von ca. 500 Kilogramm. Und dadurch, dass eben von oben auf diesen Tellermin 70, 80 Meter Wasser, ja, das ist wahnsinnig hoher Druck. Ja, und wir wissen, Explosionen breiten sich in die Richtung aus, wo der wenigste Druck ist. Und der ist in dem Moment tatsächlich unten am Meeresboden. Ja? Und dadurch wurden die Pipelines in den Meeresboden reingedrückt. Ja? Das zumindest zeigen die Bilder von Schweden. Und dieser Thorsten Pöscher hat das eben analysiert und sagt eben auch, diese Grundminen werden von U-Boot-Schächten ausgebracht, von Torpedoschächten. Ja. Da werden die auch mit ausgesetzt und deswegen kann es auch eigentlich nur ein U-Boot gewesen sein. Wann die ausgebracht wurden, dazu hat er jetzt keine Stellung bezogen oder wer oder wie. Ja. Aber er hat relativ plausibel erklärt, was jetzt zumindest passiert ist. Und da kann man ja eine Menge Rückschlüsse wiederum draus ziehen. Ja, ich nicht, weil ich bin, wie gesagt, kein Militärexperte. Ich weiß nicht, welches Militär dazu in der Lage ist. Aber wir können Klimaaktivisten ausschließen. Wir können ausschließen, dass es vorinstallierte Sprengungen sind. Es war zu 99% ein U-Boot, was es wohl in den wenigen Tagen vor den Explosionen dort ausgebracht hat. Ja, so viel. Also kurz noch was zu diesem Wassersäule. Das sind natürlich nur die ersten paar Hundertstel oder Zehntel Sekunden der Explosion. Jede Explosion unter Wasser stößt natürlich nach oben ein Wasserpilz aus. Aber die erste Detonation, also immanent in dem Moment, wenn es passiert, ist der Druck von den 80 Meter, also diese 80 Tonnen, die über dem Rohr stehen, größer wie das Rohr selber und dann der erste Impuls geht nach unten und dann breitet er sich ganz aus. Und das reicht halt wahrscheinlich aus, um dieses Rohr an diesen beiden Detonationsstellen so weit vom Impuls nach unten zu drücken, dass eine Abscherung stattfindet und damit das Ziel erreicht wurde, dass die Pipeline mehr oder weniger auf ist und dass es ein riesen Umweltdesaster eigentlich ist auch, ja. Vorhin gerade erst gelesen, dass das die größte Methanfreisetzung war jemals, also jetzt unter dem Klimaaspekt gesehen, drehen jetzt natürlich viele Leute total am Rad, weil das 30 Mal klimaschädlicher sein soll wie Methan, ist schlimmer wie CO2 und deswegen sind da viele mit dem grünen Daumen sehr erbost über diese ganze Nummer. Aber das ist eher nur so eine Randnotiz. Wichtig finde ich ja eher, dass es seltsames Schweigen gibt bezüglich aller Behörden. Es wird nichts verlautbart. Die Schweden machen einen auf, das geht euch nichts an. Es wird hier gemauert und ja, das Thema ist irgendwie durch. Das ist jetzt ein Monat her schon. Und man lässt es so MH17-mäßig, man lässt es jetzt einfach irgendwie auslaufen. So gibt ja genügend andere Aufreger, die in der Zwischenzeit passieren. Wen interessiert diese Pipeline da noch mehr oder weniger? Darf nicht in Vergessenheit geraten. Ich finde, das ist ein großes Ding. Die von der Leyen hat ein großes Ding draus gemacht. Die hat gesagt, die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Ja, da werden wir sie dran erinnern, wenn die Täter bekannt sind. Aber das sehe ich auch so. Das darf auf keinen Fall in Vergessenheit geraten. Und ja, natürlich droht es, weil wir das ja schon öfter bei solchen Ereignissen hatten, dass irgendwann halt dann einfach es im Unklaren bleibt. Aber noch
noch ist es, ich meine, es ist Anfang diesen Monats geschehen. Also noch ist man, glaube ich, in dem Zeitfenster, wo man verstehen kann, wenn jetzt Behörden noch nichts raushauen, weil noch ist man sozusagen in den Ermittlungen drin. Ne? Aber ja, die Gefahr ist groß. Hier interessant, ich habe zu dem Thema noch bei Heise auf der Telepolis habe ich noch was gelesen, dass schwedische Ermittler schon 2015, da gab es aber Nord Stream 2 ja noch gar nicht, also muss dann Nord Stream 1 gewesen sein, dass die dort auch schon eine bewaffnete U-Boot-Drohne in der Nähe von einer der Pipelines gefunden haben. Und es steht aber auch nicht drin, von welcher Nation die war, weil man es wahrscheinlich nicht weiß. Es ist dann eben, hey, das ist halt ein Apparat, der hat kein Hoheitszeichen drauf, keine Flagge oder sowas. Und ja, aber das finde ich auch interessant, dass schon 2015, also sowas auch schon dort gab. Ich meine, warum schickst du eine bewaffnete U-Boot-Drohne dorthin? Ja, offiziell wurde sie ja verloren. Das war ja damals so, die Engländer haben gesagt, sie haben es verloren bei einer Übung. Und die ist zufällig genau einen halben Meter... Ja, die Geschichte kenne ich auch. Ich glaube, es handelt sich um zwei verschiedene Geschichten. Tatsächlich. Also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass es diese Geschichte ist von dieser englischen, die während Manöver runtergefallen ist oder sowas. Ja. Ich glaube, das ist. Das war auch 15, deswegen hatte ich es jetzt in Erinnerung. Na gut, vielleicht meinen sie auch dieselbe Geschichte. Ja. Das kann sein. Weil, wenn es verloren wurde und sie dann zufällig genau in dem Moment verloren ging, als sie dann nach unten gesunken ist und zufällig genau gegen die Pipeline lag, könnte man auch sagen, schon komisch, gell? Vor allem, wenn man weiß, 2015 gingen die Planungen zu dem, was wir jetzt haben, ja schon im vollen Gang. Also man muss sich nur ein paar Historiker anhören, was die zusammengetragen haben, wie lange das schon geht. Ja, also mir ging es nur noch mal um die Pipeline selber. Interessant, der technische Bericht von diesem Experten für Unterwasserexplosionen hätte ich halt auch mal gerne bei Hart aber fair gehört, sowas, weißt du, oder bei der Maischberger oder sonst irgendwo, dass mal jemand da sitzt mit so einer Expertise und sagt, also ganz ehrlich, die Klebekinder waren es nicht. Die sind damit beschäftigt, ihren kahlen Schädel irgendwo an ein Bild hinzutackern. Fast, also das wird da kannst schon, du auch fast jede Sendung kannst ein neues Kunstwerk zitieren, was die jetzt wieder mit Kartoffelsuppe oder so. Das wird jetzt schon langsam so übel. Übrigens gibt es einen Bildreporter, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, der fängt jetzt an, die zu nerven mit so einem kleinen Sprechpapagei, der vor ihnen rumsteht. Klebekinder nerven. Oder flötet denen was vor, oder liest irgendwelche blöden Geschichten vor und so, um die zu nerven. Ich hätte eine Idee, die hat einer neulich gehabt. Es gibt so einen extremen Stinkehering aus Schweden. Das ist fast wie eine chemische Waffe. Also wenn du diese Dose aufmachst, dann fällst du tot um, fast, wenn du das nicht gewöhnt bist. Ist so eine in Salzlauge eingelegte Heringe, was weiß ich. Das muss so Buttersäure im Quadrat. Sowas könnte man doch da einfach mal platzieren. Oder so eine Spur Buttersäure vor denen hinschütten. So irgendwie, so nach dem Motto, hey Leute, das stinkt uns mächtig, was ihr hier macht. Jetzt könnt ihr selber mal in diesem Gestank sitzen. Ist das strafbar, wenn man hier Eau de Cologne invertiert, da auf die Straße schüttet vor denen? Geruchsbelästigung, ja. Ja, aber über welches Gemälde hattet ihr in der letzten Sendung mit Aaron gesprochen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. War das schon der Vermeer oder war das noch das davor, der Monet? Der Monet war es, glaube ich. Jetzt hat ja hier die das Mädchen mit den Perlenohrringen erwischt. Ja. Unfassbar. Und ich frage mich, dass das auch immer und immer wieder geht. Also lernen die nicht? Ja? Aaron hat doch schon den Kartoffelsuppenscanner angeteasert. Ja? Übrigens, wir hatten vor kurzem da das Beispiel von dieser jungen Dame, die 1289 Fälle von Nötigung in ihrer Strafakte drin hatte. Das waren nicht lauter Einzeltaten, sondern das war dieses Ereignis, wo sie ihr so einen Megastau verursacht haben mit Abseilen von der Brücke und 1289 Anzeigen sind eingegangen von den Leuten, die im Stau standen. Jetzt ergibt es auch einen Sinn, weil sonst müsstest du ja, rechne mal 1289 Tage, das sind wie viele Jahre? Mal knapp 3,5, fast 4 Jahre und wenn du jeden Tag sowas machst, da bist du ja dann, also wenn es geht ja nicht, also ja, vor allen Dingen der Schaden fürs Bruttosozialprodukt und so weiter, wie viele Arbeitsstunden da sozusagen vernichtet werden, das ist ja dann der Schaden, den du verursachst. Ja. Und was ist denn eigentlich mit diesen Gemäldestürmern oder wie auch immer? Ja? Auch wenn sich der Schaden in Grenzen hält, ist es trotzdem doch keine Ordnungswidrigkeit, oder? Würde ich jetzt mal meinen. Trotzdem. Also ich glaube, juristisch fällt es unter Ordnungswidrigkeit. Und dann bekommst du halt eine Geldstrafe. Aber ich meine, die haben ja Organisationen, die dahinter stehen. Also werden die Geldstrafen, die jetzt nicht besonders berühren, das ja, okay. Bezahlt.
wird übernommen. Aber ins Gefängnis kommst du dafür nicht, es ist ja nichts kaputt gegangen. Ne? Kriegst du, das ist eine Ordnungswidrigkeit. Naja. Also, aber da sollte man auch meinen, wenn sich das dann irgendwann summiert, dann, dass man irgendwann sagt, hey, das kannst du ja nicht mehr machen, jetzt hör mal auf damit. Also von Analysten hier wird festgestellt, dass die Justiz dem Ganzen wohlwollend gegenübersteht, weil es ja insgesamt für die gute Sache ist. Also da wird jetzt nicht hier der große Hammer rausgeholt und ein Exempel nach dem anderen statuiert, sondern man sieht eigentlich eher das Gegenteil, dass man hier sagt, naja, komm, dann passt schon. Das passt halt auf beim nächsten Mal, wenn da ein Krankenwagen ist, dann müsst ihr die Straße halt freimachen. Ja, deswegen ist ja immer einer da, der nicht geklebt ist. Hat einer mal gesagt im Interview. Könnt ihr euch erinnern, ja, so als der Polizist eine klare Ansage gemacht hat, also ihr wisst schon, eure Haut oder der da hinten mit Herzinfarkt ist die Haut weniger wert. Ja, für den Fall haben wir immer einen, der nicht geklebt ist, dass die Spur aufgemacht werden kann. Weißt du, also man kann ihnen keine Verantwortungslosigkeit vorwerfen in dem Fall. Nee, es ist aber, wisst ihr was krass ist? Es sind ja jetzt nicht nur relativ junge Leute, die aus dem Leben mehr oder weniger nur das, was sie aus der Schule mitbekommen haben, wissen, die nur das wissen, was sie als Schulbildung haben, sondern wie wir neulich gesehen haben bei diesem Vorfall in Wolfsburg in dem Showroom von Porsche, das sind ja auch Scientist Rebellions, also sprich Männer in ihrem 60ern, 50er, 60er Jahren, die von diesem Gedanken so durchdrungen sind, dass sie da auch eben sagen, wir müssen jetzt hier in die Handlung kommen. Also in deren Weltbild ist das eine wichtige, legitime Sache. Insofern sehen sie sich ja auch dazu gezwungen. Nur wie kann man die Menschen erreichen? Weil mit Logik und Fakten ist das ja, wir sind ja postfaktisch, ne? Das haben wir ja schon oft festgestellt, da kommst du ja nicht mehr hin. Und ich meine, diese Wissenschaftler sind halt biased, wie man heute sagt, also voreingenommen. Weil, klar, ich meine, für die geht es um zum Teil ja unglaublich große Budgets, um Projekte und so weiter. Und die sind voreingenommen. Das ist halt leider auch Teil des Problems. Ähnlich wie es bei der ganzen Corona-Geschichte war. Wenn dann hier man immer nur auf den Rat hört von den Leuten, die auch ganz eng mit der Pharma zusammen sind. Ja klar, die sind auch voreingenommen. Ne? Die raten dir halt, wir sollten vielleicht hier möglichst, Corona ist ganz, ganz gefährlich. Es kommt immer darauf an, wen du fragst. Ne? Und klar, diese Wissenschaftler, die sind voreingenommen. Biased. Ich habe gerade wunderschöne Kürbisse geschickt bekommen, die muss ich hier gerade. Kürbisgeschichte geht weiter. Ja, schick mal dem Höfer noch. Ich habe aber gerade auf die Anregung vom Chat, weil mich das interessiert hat, was es eventuell für ein Straftatbestand ist, den Hinweis drauf bekommen. Das wäre grober Unfug nach § 180 Strafgesetzbuch quasi. Aber das könnte sein, ich habe gerade mal gegoogelt, ja, was ist grober Unfug? Erklärung zum Begriff grober Unfug. Dabei handelt es sich um eine Handlung, die zur Störung oder zumindest Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung führt, was wiederum eine Belästigung darstellt. Interessant, ganz ehrlich, ich wusste gar nicht, also grober Unfug, ich wusste nicht, dass das wirklich ein juristischer Begriff ist. Ich kenne den noch so aus meiner Kindheit oder sowas. Ja, man war getadelt, aber es ist tatsächlich. Wird geahndet mit Geldbuße zwischen 5 und 1.000 Euro. Okay. 5 Euro. 5 Euro. Das ist die Mindeststrafe für groben Unfug. Hey, ich meine, ich habe in meiner Jugend groben Unfug, das war wirklich, da war ich auch, bin ich auch Kenner. Aber ich habe in der Zeit gelebt, da hat es das noch eine Watschen getan. Und die habe ich auch zu Recht dann akzeptiert. 5 Euro. Unfug, sorry. Das ist ja wie bei Robert Lemke, mit was bin ich? Mit 5 Euro pro falscher Frage. 5 Mark war das damals. Könnt ihr euch erinnern, was bin ich? Frank, das kennst du nicht, gell? Hat echt jemand den Homeoffice-Bus als Kürbis. Ihr kleine Kumpel. Hast du als Kind Was bin ich gesehen oder hast du schon mal mitgekriegt von dieser? Ja, klar. Was bin ich? Echt, das kennst du, oder? Natürlich. Und ich weiß noch, wie als Kind dieses 5-Mark-Stück 1974, wie das für mich das die Hälfte vom Weltvermögen an Geld war, mehr oder weniger so. 5 Mark, da konntest du auf dem Jahrmarkt konntest du alles machen mit 5 Mark. Dreimal was fahren und noch eine Zuckerwatte und beim Roten Kreuz den Hauptgewinn abräumen irgendwie so. Das war 5 Mark. Wie das auch reingefallen ist, das Schwein, das hat so ein richtiges Geräusch gemacht. Die Silbermünze, so bang. Und ey, boah, da hat er schon 10 richtig, jetzt hat er schon 50 Mark gewonnen. 50 ey, krass, Mark. Oder kannst du, wenn wir so nostalgisch sind, kannst du dich am laufenden Band erinnern, wenn da so ein Mixer, ein Staubsauger und andere Küchengeräte so oder halt so Dinge des Luxus an einem vorbeigelaufen sind und nicht so, wow, und das darf der alles mitnehmen, wenn er sich erinnert dran. Heilige Scheiße, wenn du das heute anschaust, das sind normale Dinge in jeder Küche drin sind, aber das war halt Anfang der 70er Jahre, war das
pure Luxus, mehr oder weniger. Hey, Ende Nostalgie, sorry, ich bin abgeschweift, abgeschwiffen, abgeschwufen, abgeschwurft, abgeschwurbelt. Ich hätte hier eine Meldung, die mir ins Auge gerutscht ist. Und zwar geht es darum, ja, wie wir vorhin gerade schon gesagt haben, Pipeline ist nicht mehr, aber trotzdem muss das Gas ja irgendwie dann woher kommen. Und siehe da, es kommt trotzdem noch aus Russland. Weil wenn wir uns diese Meldung hier anschauen, aus der High North News, also EU-Importe von russischem Flüssiggas steigen zu einem Rekord an. Die Versorgung geht meistens über die Arktis. Und ich habe hier auch einen Text dazu gefunden, da muss ich das jetzt nicht so radebeulend so durchstottern hier, pass mal auf. EU importiert Flüssiggas aus Russland wie verrückt. EU-Importe von russischem Flüssigerdgas steigen auf Rekordniveau. In den ersten 9 Monaten des Jahres 2022 stiegen die europäischen Flüssiggaseinfuhren aus Russland um 50%. Einige EU-Länder, die zuvor kein oder nur geringe Mengen an Erdgas aus Russland importierten, erhalten nun regelmäßig LNG-Lieferungen aus dem ganzen Land. Das ist der ganze Artikel, der dann eben hier dazu verlinkt worden ist. Und wenn man das so liest, ja, dann sieht man, während europäische Entschuldigung, Reporte von russischen Pipelines 80% zurückgegangen sind, sind die Lieferungen von russischem Flüssiggas nach Europa nach oben gestiegen, 50%, das steht da nochmal genau, bla bla bla. Part of sustained push to replace. Ja, also steht nochmal im Detail drin, warum. Und dass das auch sehr unsolidarisch ist von vielen Ländern, wird da auch noch angemerkt, aber überraschend. Spanien und Belgien stand da unten irgendwo. Moment. Weil das ist halt die Frage, welche Länder, ja, da ist ein Cursor, ein Absatz runter, da ist including da. Spain and Belgium. Ja, genau. Das sind halt die sozusagen vorher auch keine Pipeline hatten, ne? Die mussten sich das dann per Schiff holen. This matters as a sign of incomplete European solidarity. Uh-huh. Also ich habe den Artikel jetzt nicht komplett durchgelesen, sondern nur die Schlagzeile war mir jetzt wichtig, zu zeigen, hey Leute, ohne Gas scheint es nicht zu funktionieren, weil sonst Rekordpreise, die kein Mensch mehr zahlen kann. Übrigens hat sich BASF in dieser Woche auch entschlossen, können wir auch nicht mehr zahlen. 38.400 Arbeiter im großen Werk können sich überlegen, ob sie vielleicht mit nach China ziehen oder müssen sich jetzt einen anderen Job suchen. Soll es ja offensichtlich genügend Angebote geben gerade, aber das ist nicht das, was die wollen wahrscheinlich. BASF macht dicht, einen der größten Standorte hier in Europa, aufgrund der gestiegenen Energiepreise. Und wollen die nach China oder hast du es nur so als China ist der Plan, gesagt. Ja, BASF wird nach China gehen. Ja, das wird jetzt auch gerade viel diskutiert. Es ging ja auch hier um die Beteiligung von den Chinesen an einem Terminal am Hamburger Hafen und so weiter. Ich meine, hey, wir haben das ja hier auch schon diskutiert und es ist ja höchst fragwürdig. Wenn Deutschland und Europa so einen Kurs fahren, dass sie sagen, hey, wir treiben keinen Handel oder wenn Russland Krieg macht, dann machen wir Sanktionen, dann sind wir nicht mehr drin. Aber ich meine, und wir sehen, welchen Preis das für uns kostet, so, dann ist es doch eigentlich grotesk, sich so in die nächsten Abhängigkeiten begeben mit China. Weil was ist dann, wenn irgendwann der internationale oder der westliche Sanktionsdruck auf China immer größer wird? Da gibt es auch ein paar Baustellen, ob das jetzt die Taiwan-Frage ist, ob das die Geschichte ist mit den Uiguren, Tibet, was auch immer. Was ist, wenn plötzlich China sozusagen sich das da so entzweit, dann hängen wir wieder in derselben Abhängigkeit drin. Also irgendwie sehr seltsam, dass wenn das wirklich so ist, dass BASF einen Standort schließt und dann die Produktion, wo vorher 20.000 plus Leute gearbeitet haben, das nach China bringt, dann wage ich mal zu sagen, haben die aus den ganzen letzten Jahren nichts gelernt. Also welche Nachteile auch Globalisierung hat. Also hier meldet der Chat gerade, dass das Werk schon lange gebaut wird. Das heißt, es wurde auch schon vorher geplant. Aber der Entschluss, hier eben komplett dicht zu machen oder einen Großteil zu reduzieren, der wurde halt durch diese Maßnahmen in meinen Augen beschleunigt. Ja. Es ist ja auch aus Unternehmersicht ganz klar, du hast zwei Standorte, an dem kannst du billig produzieren, an dem teuer. Wo gehst du hin? Das ist ja
da kann man einem Unternehmer ja eigentlich gar keinen Vorwurf machen, wenn er wirtschaftlich denkt. Ja, Robert, aber das ist ja die alte Globalisierungslogik, die in den 90ern, 2000ern bestimmt auch so Bestand hatte, aber doch spätestens seit Corona nicht mehr. Weil wir da eben gemerkt haben, okay, der Nachteil an dem ist, wenn du deinen Standort irgendwo in China hast, kann sein, dass dann auf einmal deine Lieferketten durcheinander geraten, weil China eine restriktive Covid-Politik fährt und auf einmal den Shanghaier Hafen einfach mal dicht macht. Und das haben wir doch auch in der Globalisierung gesehen. Welthandel ist okay, aber dieses, dass man wirklich Produktionen 10.000 Kilometer auslagert, das macht einen auch anfällig. Das macht einen anfällig. Das war ich, ja. Hätte ich mir gedacht, wäre auch so eine Lektion, zumindest aus der Corona-Krise, dass man wenn du diese kaufmännische Bilanz machst, so wie du sie aufgezeigt hast, und klar, hey, das sind Kaufleute, man kann von denen jetzt nicht moralische Entscheidungen verlangen. Aber das müsste man als Kaufmann jetzt eben einfließen lassen. Okay, diese Investition in China, die hat auch ein gewisses Risiko beinhaltet, eine gewisse Rechtssicherheit. Du weißt nicht, ob in China, ob in 5 Jahren nicht deine Unternehmen in China auf einmal unter einer Sanktionspolitik stehen. So war es dann mit Russland auch. Das als Unternehmer hast du vor ein paar Jahren da investiert. Am meisten jetzt natürlich so Energiebranche, Gas und so weiter, aber auch andere. Und plötzlich ist halt Russland, gilt als Vendetta-Staat und es gibt Sanktionen. Und das meine ich, die Gefahr droht doch mit China auch. Also die Gefahr sehe ich als richtig groß an. Deswegen als Unternehmer, so einfach ist die Rechnung dann nicht mehr. Oh, die arbeiten halt billiger. Ja, ich stimme dir dazu. Außerdem wäre es toll, die Arbeitsplätze hier zu erhalten. Da finde ich, hat das so ein großes Unternehmen auch eine Verpflichtung dazu, wenn es dann auch vom Staat gewisse Subventionen abgreift. Aber offensichtlich denkt man halt bei dem Konzern mit den 4 Buchstaben da anders. Ne? So. Du kennst ja den Spruch, hat alle lebenswichtigen Vitamine dieses Lebensmittel. B, A, S und F. Ne? Das kennst du ja auch, ja. Riesen Chemiekonzern. Und ja, finstere Vergangenheit auch BASF. Ja, da ging es. Früher IG Farben und so. IG Farben. Ja. Und wer das noch nicht gehört hat, möge mal in den 30er Jahren recherchieren, was IG Farben eigentlich war. Weil es gerade zum Thema passt, wegen Flüssiggas. Stern.de hat eine Schlagzeile gebracht, und zwar geht es um das Flüssiggas-Terminalschiff in Wilhelmshaven. Ist ja jetzt vom Robert Habeck der beste Wirtschaftsminister, den Russland je hatte, habe ich neulich gelesen, ja, ist ja dann das als die Maßgabe vorgegeben worden, seit Jahren schon keine Pipelines mehr und wir machen das Ganze jetzt mit LNG-Flüssiggas-Terminals. Gibt es aber ein paar Probleme, die für Grüne eigentlich normalerweise relevant wären. Ich zeige euch mal hier den Text hier. Ist gar nicht so lange, aber bevor ich jetzt hier rumstottere, ich lese es euch kurz mal vor. Aufregung um das Terminal in Wilhelmshaven, ein schleichender Chemieunfall. Stern.de vom 27., also ganz frisch. Im Dezember soll das erste Terminal in Betrieb gehen. Damit verbunden sind Hoffnungen, kurzfristig ausbleibendes russisches Gas zumindest teilweise auszugleichen. Doch beim Umwandlungsprozess werden Chemikalien in großer Menge ins Meer geleitet. Große Hoffnung auf das Terminal, wichtiger Teil, Bundesregierung, auch ohne Planung, bla bla bla. Beschleunigte Planung. Soll das norwegische Terminalschiff Höegh Esperanza in Wilhelmshaven stationiert, von dort aus Gas aufgenommen werden. Tanker aller Größen werden die Anlage höchstes Standards anlaufen, bla bla bla. So, und jetzt kommt's. Doch so unproblematisch, wie es sich in der Uniper-Mitteilung anhört, wird der Betrieb des Terminals allem Anschein nach nicht sein. In Wilhelmshaven und den übrigen LNG-Standorten droht ein schleichender Chemieunfall, warnt Sascha Müller von der Deutschen Umwelthilfe. Kräner heißt er mit Zweitnamen. Vor allem der Einsatz von Chlor als Biozid, um die Regasifizierungsanlage von Muscheln und Seepocken freizuhalten, macht Umweltschützern und Lokalpolitikern Sorgen. Also, dass sich die Anlagen, die unter Wasser sind, nicht vollsetzen mit allem möglichen Getier. Segler kennen das, wenn das Schiff ein Jahr lang im Hafen lag und dann hast du hinterher einen totalen Bewuchs wie ein eigenes Korallenriff manchmal, wenn du da in warmen Gewässern unterwegs bist. 178 Millionen Kubikmeter mit Chlor versetztes Wasser dürften jährlich ins Meer gelangen. Durch den Eintrag des Biozids würden der einzigartige Lebensraum gefährdet. Es geht nicht nur um Chlor, sondern um 20, 30 verschiedene Verbindungen, die daraus entstehen, vor allem bromhaltige Verbindungen. Also es geht ja darum, dass das ein Nervengift ist, wie ein Politiker erklärt, und wenn das in die Nahrungskette gelangt, natürlich schlecht. Außerdem kritisch sieht Schäfermeier auch den Vorgang der Regasifizierung, bei dem nach Angaben von Uniper das auf minus 162 Grad heruntergekühlte Flüssiggas mit Meereswasser erwärmt wird.
Das ist jetzt, finde ich, noch viel entscheidender. Das Wasser wird später wieder ins Meer zurückgeleitet, ist dann aber 6 bis 7 Grad kälter als zuvor. Das kalte Wasser werde in mehrere Quadratkilometer großen Wolken absinken und das etwa alle 4 Tagen. Die Folgen unklar. Das hätte viel genauer untersucht werden müssen, klagt der Lokalpolitiker. Und ich fasse jetzt nur mal kurz zusammen. Umweltmäßig extrem giftig, weil wir wollen ja die Umwelt retten, packen aber hier Bromverbindungen und Chlor und sonst irgendwas zur Reinigung von der Anlage rein. Und gleichzeitig weiß kein Mensch, was passiert, wenn wir alle paar Tage ein riesiges Feld von kaltem Wasser einfach mal in dieses Ökosystem pumpen. 6 bis 7 Grad. Ich bin jetzt kein Meeresbiologe, aber ich kann mir vorstellen, dass das hier auch gewisse Auswirkungen haben wird auf dieses Öko, auf diese Ökozone da. Wie nennt sich das? Ja, ihr wisst schon. Ja, das war, gibt noch einen anderen Begriff dafür, den habe ich jetzt nicht auf der Zunge gerade. Ja, also ist jetzt nichts Neues. Ne? Raubbau an der Natur, Umweltsünden, du hast gesagt Umweltschutz. Wer kümmert sich denn um Umweltschutz? Nein, das Klima ist ja der große... Klimaschutz, wir wollen das ja, wird ja oft verwechselt. Ja. Die Leute denken, das hätte was mit Umweltschutz zu tun. Hat es überhaupt gar nicht. Der Klimaschutz ist einer der größten Umweltsünder überhaupt. Ne? Du hast gerade ein wunderschönes Beispiel dafür aufgezeigt, ja, warum das so ist. Aber dafür gibt es ja noch etliche andere Beispiele. Und der Kampf gegen das Klima ist alles andere als umweltfreundlich. Ja, das muss man schon dazu sagen. Mhm. Und von daher, ich meine, weißt du, es gab schon so viele Ölkatastrophen, Ölplattformen oder die Exxon Valdez und so große Umweltkatastrophen. Ja. Weißt du, natürlich ist es schlimm. Deine Empörung ist völlig berechtigt. Aber was Neues ist es nicht. Aber ich darf mich drüber aufregen. Natürlich. Ich mag das auch loswerden, weil dann belastet es mich nicht mehr. Verstehst du? Ist ja auch wichtig, weißt du, dass man, das ist ja auch völlig richtig und völlig zu Recht gebrüllt, ja. Und wenn es niemand macht, wäre, also von daher. ich seh das ja auch und sage das ganz oft, dass ich auch die Sorge habe, dass durch diese Fixierung auf dieses ganze Klimathema man den wirklich handfesten irdischen Umweltschutz halt vernachlässigt, dass das eine gegen das andere ausgespielt wird. Und das sieht man immer wieder. Aber jetzt hier in dem Fall weiß ich nicht, das mit dem LNG-Terminals und dieser Gasgeschichte, das hat nichts mit Klima zu tun, oder? Weil die Klimaaktivisten, für die ist das auch ein Rohstoff, Gas, der nicht pro Klima gesehen wird, sondern das würden die auch attackieren. Ne? Das stimmt. Da hast du recht. Das ist halt wegen der Russland-Geschichte so. Putins Schuld. Wollen wir mal nicht durcheinander bringen. Ja, ja, ist mir nur aufgefallen nochmal, weißt, weil hier das als Allheilmittel gepriesen wird von unserer Politik. Wir haben ja jetzt dann, wann war da in Katar der Habeck und hat tatsächlich einen Tanker organisiert. Ein Tanker wird kommen. Dann, juhu, auch in Österreich gab es Aufregung. Die haben dann auch geschafft, dass ein Tanker kommt und der bringt dann 1%, dieser eine Tanker bringt 1% des Gasbedarfs von Österreich ran. Und das wurde in den österreichischen Medien als wirklich großer Erfolg, Verhandlungserfolg und Investitionen in die Zukunft gesehen, wenn du für 1% Energie zur Verfügung stellst. Das musst du echt denken. Ich weiß nicht, Verlust der Realität passt eigentlich ziemlich gut. Naja, das ist halt Symbolpolitik. Ja, das ist, ja. Das ist, was nach außen getragen wird. Oh, hier, guck mal, wir kriegen jetzt Gas von Katar. Symbolpolitik, wie wir es die ganze Zeit gesehen haben. Was mich immer wieder fragt, inwieweit sind diejenigen, also die Politiker, in dem Fall ein Mann wie der Habeck oder österreichische Politiker, die diesen Deal gemacht haben, inwieweit sind die sich das total bewusst, ey, okay, jetzt sprechen wir zur Öffentlichkeit, jetzt ist Presse da, jetzt machen wir diese Symbolpolitik, verkaufen ist halt ganz schön. Aber in Wirklichkeit, wie weit sind die sich bewusst, dass es nur 1% ist? Manchmal habe ich so den Eindruck, gerade auch beim Habeck, dass er auch wirklich dann überfordert ist, dass sie es vielleicht selber gar nicht richtig checken, so, wie wirklich die Sachen stehen und dass sie in ihrer eigenen Symbolpolitik auch gefangen sind und diese Dinge auch glauben. Also bei manchen habe ich echt den Eindruck, dass es wirklich so ist. Also ich habe den Eindruck, dass manche Leute einfach auch schlichtweg das nicht checken, dass also manche aus dem politischen Personal gar nicht in der Lage ist, viele Dinge zu raffen, dass die sich auf ihre Staatssekretäre verlassen und auf ihre Berater. Übrigens ein kleiner Tipp. Schaut mal auf Apolut vorbei, und zwar Stefan Homburg im Gespräch mit Professor Michael Mayn.
Professor Dr. Stefan Homburg im Gespräch mit Professor Michael Mayen. Also zwei Professoren, die sich unterhalten. Und wer Stefan Homburg noch nicht kennt, gilt als einer der besten oder vielmehr bekanntesten Kritiker bezüglich der Corona-Maßnahmen der letzten 2 Jahre. Er ist eigentlich, was mich verwundert hat, ist, dass ich den immer nur mit seinem Namen gelesen habe und immer ohne Titel. Aber der war mit 30 schon Professor. Der hat im Abi 15 Punkte gehabt im Leistungskurs, war also der Oberflieger, hat mit 30 seine Professur gehabt, ist Rechtswissenschaftler, der ist Steuerwissenschaftler und der hat führende Politiker beraten und so weiter und so fort. Nur um mal zu sagen, was für eine Liga der hatte, der hat die Merkel jahrelang beraten und in dem Interview sagte er dann, sinngemäß jetzt, ja, er hat sie jahrelang beraten, aber dann hat sie sich ja komplett anders verhalten wie zu dem, was sie angekündigt hatte. Und ab diesem Zeitpunkt hatte sie keine Verwendung mehr für mich. Und ich so, what? Was hat der gerade gesagt? Der redet von der damals amtierenden Kanzlerin, für die er keine Verwendung mehr hatte. Also aus der Ebene herab guckt er auf das politische Geschehen. Und in dem Gespräch mit dem Professor Mayen hat er auf die Frage hin, ob er denn glaubt, dass das alles hier einem großen weltweiten Plan nachgeht, hat er eher gesagt, nö, das glaubt er nicht. Weil er hat gesehen, wie oft und wie inkompetent Politiker da einfach agieren, einfach aus Dummheit heraus und Unverständnis und so weiter, aus seiner Lebenserfahrung heraus mit Jahrzehnten der ganz nahen Kontakt zu führenden Politikern, kann er nicht erkennen, dass es hier irgendwo einen weltweiten Plan gibt. Das gelingt ihm nicht. Und aus der Argumentation heraus kann ich natürlich sagen, okay, da ist was dran. Ich bin trotzdem einer anderen Meinung. Aber das Gespräch müsst ihr euch echt mal geben. Ich habe es auf einer längeren Autofahrt, wie gesagt, konnte ich mir das reinziehen. Unfassbar, wenn sich zwei Professoren unterhalten. Da muss man sich auch manchmal zurückspulen und nochmal hören, was hat der gerade gesagt, das habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Wirklich großartig, der Mann. Und das ist mir jetzt gerade eingefallen auf diese Frage hin, Politiker sind halt einfach auch oft nicht mental nicht in der Lage, ein Thema so zu durchdringen, wie es eigentlich notwendig wäre, um diesen Job auch zu machen. Deswegen sind die Staatssekretäre eigentlich die viel wichtigeren, weil denen ist egal, welcher Minister da über ihnen sitzt. Ja. Aber ich schweife ab. Ja, interessant. Ja. Und der ist ja auch ein Twitter-Gott. Der hat 70.000 Follower bei Twitter und er wird nicht zensiert, weil der in diesem kleinen Feld von Twitter, wie viel sind das Zeichen, die man setzen kann, 280 oder sowas, schafft er es, so pointiert Inhalte zu bringen und zwar mit den offiziellen Quellen und Daten, dass er einfach gar nicht löschbar ist. Das ist auch eine Frage gewesen in dem Interview. Also absolut, Stefan Homburg, Michael Mayen, anschauen, wichtig. Ja, aber ich meine, gute Argumente, gute Zahlen und Fakten schützen dich vor Löschen nicht. Also ganz grundsätzlich, da haben wir in der Corona-Zeit einiges erlebt. So, also, stimmt, du kannst mit das dem Das allein ist noch lange keine Garantie. So, ja. Ich mein, ja. Vielleicht. Gut, aber jetzt hat er ja bei Twitter zumindest erstmal bessere Chancen. Ja. Da gibt es ja jetzt erstmal ein Komitee und solange das nicht getagt hat und entschieden hat, wie es weitergeht, wird da erstmal gar nichts mehr gelöscht. Ja, wird auch niemand mehr freigegeben, aber Musk hat sozusagen erstmal den Status quo auf Stillstand gesetzt, was ja eigentlich auch bedeutet, dass jetzt erstmal niemand mehr gelöscht wird, ne? Solange sein neues Entscheiderkomitee da installiert ist. Ja. Habt ihr gesehen? So, in anderen Worten, weil ja jetzt viele gefragt haben, wie ist das jetzt, kriegt jetzt hier David Icke und Donald Trump ihren Twitter-Kanal wieder, hat ja Musk erstmal gebremst und gesagt, jetzt wird erstmal die Chefetage gefeuert, dann wird dort aufgeräumt, dann kommt ein neues Komitee, was entscheidet darüber, wie in Zukunft mit bestimmten Inhalten umzugehen ist. Und dann werden die Twitter-Kanäle von Icke und Trump wieder freigeschalten. Also man muss schon die Reihenfolge einhalten. Aber dürfte gespannt, also ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das jetzt mit Twitter weitergeht, weil Musk ist ja nun wirklich so eine, ja, also wirklich schizophrene Figur auch, ja, man weiß gar nicht irgendwie, weil der halt so viele Themen bedient und sich auch in so viele Themen einmischt, wie den Ukraine-Krieg oder jetzt eben Twitter, das sind jetzt nur zwei Themen, ja, das eine, da geht es im Prinzip um Meinungsfreiheit und Zensur, wo zumindest gibt er da das so vor, ja, der Kämpfer für die Meinungsfreiheit ist. Auf der anderen Seite mischt er sich aber in die Ukraine sehr einseitig ein, mit militärischer Unterstützung. Und die Ukraine hat auch schon mehrfach zugegeben, dass sie auf Elon Musk mehr oder weniger angewiesen ist.
Auf jeden Fall eine faszinierende Figur, in der Tat. Ich finde es auch, genau wie du sagst, es ist spannend. Also es ist irgendwie, weißt du, es entfaltet sich vor unseren Augen und mal sehen, wohin da die Reise geht. Ich meine, der Musk vor ein paar Jahren noch, also vor Corona noch, war ja eher einer von den Stars von dieser neuen Generation junge Tech-Unternehmer, die Zukunft gestalten. Ey, Tesla war eins der gehyptesten Unternehmen überhaupt und der stand so für so viele Visionen und dann seine Raumfahrtprojekte. Ey, vor Corona war der noch wirklich so der Darling eigentlich von in dieser Techie-Szene. Und dann mit Corona ging das los. Ich erinnere mich, da waren so die ersten Tweets, die er mal rausgehauen hat, die da so kritisch waren gegenüber den Maßnahmen. Und da haben schon die ersten so dann die Augenbraue hochgezogen. So, was ist jetzt mit dem Musk los? Dann kamen eben ein paar politische Aussagen auch. Und es reicht ja heute schon, das finde ich auch so bezeichnend, wenn du heute, so wie der Musk das gemacht hast, Meinungsfreiheit so in den Mittelpunkt stellst deiner Botschaft und sagst, Meinungsfreiheit ist mir wichtig und deswegen macht er Twitter. Allein schon der Begriff Meinungsfreiheit ist heute schon rechtsverdächtig. Da drohst du schon in das rechte Lager, in diese ganz grundsätzlichen Dialektik erstmal, links, rechts, die falsch ist und wo ich mich immer schon mein Leben lang versucht dagegen zu wehren. Aber hey, die Leute teilen so ein. Und heute ist es so, Meinungsfreiheit, wenn du das thematisierst, das ist schon ein Indiz dafür, dass du in das rechte Lager gesteckt wirst. Und das ist, wie du sagst, eben dann schon, ich weiß nicht, ob er selber schizophren ist, aber eine schizophrene Persona, die er so darstellt. Weil für die einen ist er immer noch so dieser Messias des Fortschritts, auch die Technik kann alles lösen. Und das ist ja dieser große faustische Trip, von dem ich immer spreche, so den diese Techies und letzten Endes dann auch Transhumanisten anhängen. Da kommt er eigentlich her. Und auf der anderen Seite ist er jetzt aber, ja, Themen Meinungsfreiheit, bei dem Thema Corona, wo er diese Maßnahmen so kritisiert hat. Oh, das geht dann aber bei den linken Meinungswatchern, da gehen schon die roten Alarmflaggen hoch. So, der Typ, der ist rechts. Und deswegen, in der Tat, finde ich das total interessant. Und gleichzeitig, genau wie du es auch gesagt hast, irgendwie auch besorgniserregend, dass ein einzelner Mensch da so viel Macht hat, dass er wirklich Einfluss nehmen kann in militärische Auseinandersetzungen. So, das ist auch schon krass. Ich habe da mal gefunden. Schaut mal, kennt ihr diese Zusammenstellung? Es passt gerade gut zu dem, was du gesagt hast. Und zwar so nach dem Motto, es ist eigentlich deckungsgleich mit dem, was das World Economic Forum sagt. Hier, Tax, Carbon Tax, also Kohlenstoffdioxid Tax, das ist die Aussage vom World Economic Forum. Musk hat gesagt, am 13. Mai 2021, it is high time there was a carbon tax, also eine Klimasteuer. Dann Universal Bitcoin, as a reminder, I'm in favor of Universal Bitcoin, hat er 20 gesagt. Nee, nicht Bitcoin, Basic Income. Basic Income. Allgemein, ja. Also, dann hier mRNA, Myocarditis Injections, to be clear, I do support vaccines in general and COVID vaccines specifically, the science is unequivocal. Unequivocal heißt, glaube ich, ist unwidersprochen, ich bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall geht es in die Richtung, ist ganz klar. Also, die Science is settled, so in die Richtung, ich schlage es nachher mal nach. Übrigens hat er vor kurzem sich erst noch in Deutschland zeigen lassen, wie eine Fabrik automatisch Impfstoffe herstellt, gell? War er auch ganz begeistert. Transhumanismus, eine Neuralverbindung ist die Sache, die wirklich wichtig ist für die Menschheit, um eine Symbiose mit Maschinen herzustellen. Das war 2016 und das ist ganz schön weitergegangen. Und hier unten One World Government, da sagt er bei seinem Talk, bei seinem Auftritt beim World Economic Forum, hat er diskutiert, wie die Gesellschaft zusammenarbeiten muss, um eine Weltregierung zu erstellen. Er gab an, dass die Welt, dass das notwendig wäre, um die Herausforderungen zu adressieren, die der Klimawandel jetzt momentan gerade stellt. Künstliche Intelligenz steht da noch und so weiter und so fort. Also ich habe es heute erst irgendwo gelesen, sinngemäß, dass diejenigen glauben, dass der jetzt hier die Meinungsfreiheit auf Twitter hochhebt, aber gleichzeitig all das umsetzt, was die eigentlich 1% gegen die 99% fordern, sollen wir uns nicht ablenken lassen, ja, von dieser hier Sockenpuppe, die da gerade hier Twitter freimacht und so weiter. Das ist die eigentliche Agenda. Ich habe auch Hoffnung, dass er bei Twitter jetzt hier die ein oder andere Sache ans Laufen bringt oder vielleicht dieser Meinungspluralismus vielleicht wieder rankommt. Aber solange die Nummer hier noch im Raum steht oder das alles, bin ich zumindest sehr skeptisch. Das ist alles. Vor allem, wenn man dann hier die Schlagzeile kommt, ja auch noch, da haben wir es doch hier,
Elon Musk zieht bei Twitter ein und verbreitet Verschwörungstheorie um Attacke auf Paul Pelosi. Das ist der Mann von Nancy Pelosi. Gab es eine große Kontroverse. Bevor ich das jetzt auffache, wollt ihr zu Mr. Musk noch einen Kommentar abgeben, bevor wir das Thema aufmachen? Nee, passt jetzt nicht mehr. Mach ruhig weiter. Sorry, ich habe dich abgeschnitten, aber es hat gerade so gut gepasst. Du kannst es aber nochmal aufmachen. Schau, passt nicht mehr, mach weiter. Ich kann das wieder wegmachen. Guck, ich kann es wieder wegmachen. Nee, ich meine, wir haben ja schon alles dazu gesagt. Also es ist eben, er ist eine schizophrene Person. Das, was du da auf der Liste hast, das ist auf der einen Seite. Und man könnte eben auf der anderen Seite jetzt eben machen, ja, Meinungsfreiheit und eben seine Corona-Kritik. Und man wird da noch ein paar andere Dinge finden. Ja. Ob das jetzt alles wirklich die Agenda ist, was heißt schon Agenda? Vielleicht ist es auch einfach auch nur, der Typ ist auch nur ein Mensch. Und er ist auch ein bisschen flatterhaft. Und was er vor 5 Jahren sagt, heute sagt er was anderes. Aber das ist ja aber, wo ich auch sage, wir dürfen uns das Schicksal der Welt nicht in die Hände von einer Handvoll Menschen geben, die eben flatterhaft sind. Das ist genau das. Na, wir geben das Schicksal der Welt in eine Handvoll Menschen, die einfach scheiße reich sind. Ich meine, wer hat denn jetzt hier mittlerweile Sagen? Es sind eben so Leute wie Elon Musk, die sowieso die ganze Privatwirtschaft und die Zukunftstechnologien schon irgendwie in privater Hand halt haben. Ja, das ist nicht mehr in staatlicher Hand, sondern das ist alles privat. Das, was uns hier steuert, also sowas wie Smartphones oder eben sowas wie auch Twitter oder Raumfahrt, alles, was man eigentlich denkt, sind so große Dinge, Infrastruktur für alle, das sollte eigentlich in staatlicher Hand sein, ist alles in Privathand. Und dann haben wir Oligarchen hier, mittlerweile hier britischen Premierminister, der ist reicher als der König. Ja. Wenn man den Grundbesitz nicht mitrechnet. Natürlich ist der König reicher, Sunak. Ich habe immer Suchan im Kopf. Sunak hat 843 Millionen und der Charles nur 500 Millionen. Ach, was nur? Ja, so hieß die Zahl. Nur, also 843 Millionen zu 500. Das ist ja sehr, sehr weit tiefer als Elon Musk. Da braucht man fast gar nicht drüber reden. Da geht's hin. Ja. Und klar, jetzt hast du jetzt hier schon ewig jetzt hier diesen Artikel eingeblendet. Jetzt sag halt auch noch kurz, worum es hier geht. Es gibt eine Story aus Amerika. Am Freitag ist in Amerika, in San Francisco, das Haus überfallen worden vom Mann von Nancy Pelosi. Also, ja, genau. Beider Haus. Deren Haus, genau, jetzt. Und ihr Mann, Paul Pelosi, war zu Hause und es kam zu einem Polizeieinsatz, wo ein Mann namens Paul, ist egal, wie der heißt. De Passa, irgendwie festgenommen worden ist. Und Musk hat jetzt eben einen Tweet rausgehauen, dass das Ganze zumindest sehr verdächtig ist. Und jetzt haben natürlich alle Hände voll zu tun, ihn quasi als kruden Verschwörungstheoretiker abzutun und das Ganze eben als üblen Anfall, üblen Überfall von einem Typen der Verschwörungstheorien nachhängt, der QAnon-Anhänger ist, der January 6-Anhänger ist, der wollte Nancy Pelosi quasi Böses tun. Also das Framing geht in diese Richtung. Die ganzen Leute um Trump herum sind ganz, ganz furchtbar und einer von denen war so furchtbar, da in das Haus reinzugehen. Aber es gibt da doch ein paar Fragen, die sollte man vielleicht doch mal stellen. Ich will jetzt nicht sagen, das ist gleich so, wie es alle behaupten, aber man müsste sich nur mal überlegen, was da eigentlich genau passiert ist. Die Presse Pressekonferenz oder die Pressemitteilung danach von der Polizei war schon wirklich auch sehr, sehr seltsam, was viele Kommentatoren aufgenommen haben, wo sie gesagt haben, erstens ganz kurz, zweitens keine Fragen zugelassen und auch mehr Fragen aufgeworfen, wie geklärt worden sind. Wie ist denn euer Stand der Dinge? Ich habe mich vorhin da noch eine Stunde damit beschäftigt. Vielleicht habe ich noch das eine oder andere. Also ich zweifle ehrlich gesagt nicht daran, dass es irgendwelche Freaks gibt und Vollidioten, genauso einer nur an Pizzagate, die dann hier völlig in Wahn an wahnhaft werden, ja, und dann halt mit dem Hammer da Nancy Pelosi erschlagen wollen. Ja. Ich zweifle überhaupt nicht daran, dass es solche Leute gibt. Ja, kann mir auch gut vorstellen. Wenn es da Ungereimtheiten gibt, die nicht zur offiziellen Version passen, dann ja, muss man da genau hingucken, habe ich bis jetzt aber nicht mitgekriegt. Ja. Nein, genauso sehe ich es auch. Durch. Die offizielle Version hat die Ungereimtheiten, das ist das Entscheidende. Ja. Das Ding ist, ich sehe es genauso wie Franke. Also ich meine, hey, wir dürfen nicht überrascht sein, wenn es Leute gibt, die Nancy Pelosi killen wollen. Ja, die gibt es
Aber es ist eine Sache, die erst vor 2 Tagen passiert ist. Und wenn es gibt auch andere Möglichkeiten. Man darf also nicht von vornherein darauf fallen, okay, das wird es gewesen sein. Sondern auch hier gilt, hey, okay, da muss man mal genau schauen. Wenn es dafür Hinweise und möglicherweise gibt es ein anderes Szenario, das wissen wir nicht. Also möglicherweise kann es private Gründe haben oder sowas. Das ist alles denkbar. Das ist auch wieder so, jetzt da diese Aufregung, die da schon gleich ist. Es ist ein laufendes Verfahren. Ne? Da muss man erstmal gucken, was steckt da dahinter. Es gibt mehr Möglichkeiten, ne? Klar. Ja, worum es ja jetzt ja eigentlich geht in Bezug auf Elon Musk ist, weil Elon Musk einen Artikel vom Santa Monica Observer, ja, wahrscheinlich auch so eine klassische Fake News Seite wie Expose24 und diese da alle heißen. Und die her haben halt eine völlig andere Geschichte daher konstruiert. Ja. Will jetzt gar nicht ins Detail gehen. Jedenfalls wirkt die an sich schon recht absurd. Weil wenn man bedenkt, Paul Pelosi ist 82 Jahre und was da in diesem Observer ihm alles unterstellt wird. Jedenfalls ist das ein Artikel, ich kann den weder verifizieren noch falsifizieren, ja, aber es ist halt irgendwas, was da im Netz steht. Und das hat Elon Musk halt mit dem Hinweis, vielleicht gibt es da noch einen anderen Teil der Geschichte halt getwittert. Und wenn Elon Musk was twittert, ist das natürlich ein Riesending. Mittlerweile hat er das selber schon wieder gelöscht. Klar. Und das ist halt das, was ich meine. Elon Musk twittert irgendwas, weißt du, wir wissen, Donald Trump hat das auch gerne mal auf dem Klo gemacht und das macht weltweit Schlagzeilen. Ja, das ist krass. Das ist das Problem. Und genau so ist es, wie du sagst, der hockt auf dem Klo und twittert was, haut er einfach mal raus und Also, was ich jetzt stundenlang recherchiert habe, ist nicht so wichtig, so oder so, was da komisch sein könnte vielleicht. Ja, was? Na, dann haut doch mal raus, was sind die Ungereimtheiten? Also, was sehr seltsam ist, ist nicht geklärt, wie der Typ da überhaupt reingekommen ist. Wir dürfen nicht vergessen, das ist jetzt nicht irgendwie ein Haus von Average Joe, sondern wir sprechen von Nancy Pelosi, die ist die dritte in der Präsidentschaftsfolge. Das ist eine top High-Level-Security-Person in Amerika. Die haben insgesamt, hat die Familie Pelosi 250 Millionen Euro, Dollar auf dem Konto. Man könnte eigentlich davon ausgehen, dass Menschen mit diesem Reichtum und auch mit dieser Sicherheitsstufe doch eine gewisse Sicherheitsmaßnahmen in ihrem Haus haben, weil es ist nämlich überhaupt nicht klar, wie der Typ überhaupt in das Haus reingekommen ist. Dir ist es nicht klar, wir wissen es nicht, ja, ob das jetzt aber unklar ist. Die Polizei hat keine Angaben dazu gemacht. Auf ja, die Fragen hat und wichtig ist auch noch folgender Hinweis, jetzt habe ich es gerade wieder vergessen, was der Gedanke, da fleucht er dahin. Genau, die Polizei hat gesagt, sie sind gekommen, weil, nicht wegen einem Einbruch, weil jemand angerufen hat, hier, hallo, Security und so, ich werde hier überfallen, sondern ein A-Priority Well-Being Check, wo mehrere Kommentatoren gesagt haben, what was that? A-Priority Well-Being Check. Also wir wollten nachgucken, ob alles in Ordnung ist zu Hause. Ja. Ja. Klingt jetzt nicht nach, hallo, ich werde überfallen hier. Nee, aber ist ja auch nicht der offizielle Bericht. Der offizielle Bericht ist, er konnte sich gar nicht artikulieren. Er hat geschafft, nachdem mit dem Hammer auf ihn eingedroschen wurde, noch einen Notruf zu wählen. Und das hat diesen High-Priority Check ausgelöst. Auch das ist nicht richtig. Was ist denn da los? Da müssen wir mal schnell gucken. Auch das ist nicht richtig. Nach Aussage von dem Officer, der diese Meldung verlesen hat, haben die Polizisten die beiden Männer, als sie in das Haus gegangen sind, beide Männer haben den Hammer festgehalten. Und in dem Moment, als die haben noch gekämpft, richtig, aber der Paul Pelosi hat einen Notruf gewählt. Die Verletzungen sind passiert, als der Typ den Hammer genommen hat und dann auf ihn eingeschlagen hat, als die Polizei sogar schon dabei war. Ja, ja. Also, ja, richtig. Der vorher hat Paul Pelosi den Notruf gewählt. Da war er aber noch nicht verletzt. Er hat nicht gesagt, ich wäre überfallen, sondern der hat einfach nur Notruf gewählt. Und die haben dann gehört, da ist was. Jetzt hör mir doch mal zu. Der war noch nicht verletzt vorher. Der wurde verletzt, als die Polizei kam. Darum geht es ja auch gar nicht, Robert. Du hast gerade gesagt, das klingt nicht nach, hier, Entschuldigung, ich wäre überfallen. Und ich sage dir, so war es ja auch nicht laut offiziellem Bericht. Der hat einen Notruf gewählt, aber nichts gesagt, weil er mit dem Täter noch zu tun hatte. Und vielleicht die hat haben er auch irgend so eine Art, gehört, da ist was und haben vielleicht hat er auch so eine Art Alarmknopf irgendwo oder sowas, so. Wo du jetzt nicht direkt sprichst, sondern einen Alarm auslöst und dann gehen die da hin und machen. Ich kann es nicht beweisen, aber warum soll es nicht so gewesen sein, wie dieser Artikel das sagt? Warum ist das a priori schon ausgeschlossen? Ein 82-Jähriger kann sich doch auch einen Stricher holen und mit dem hier. Aber Robert, das ist ja pure Verleumdung, pure Behauptung, null Beweise. Also sorry.
Warum soll es nicht so sein? Ich denke mir in den nächsten 5 Minuten irgendeine Geschichte aus und dann kann ich auch sagen, warum soll es nicht so sein? Weißt du? Natürlich, das muss ich alles dann mehr oder weniger auf die Fakten müssen ja dann die. Es gibt, ich habe 4 oder 5 Kommentatoren aus Amerika angehört, die das Ganze alle als äußerst merkwürdig gesehen haben. Das waren nicht alles nur republikanische Fernsehsender, die das Ganze so jetzt pro-republikanisch gesagt haben, sondern da ist einiges fishy. Da stinkt einiges zum Himmel. Und das ist alles. Und natürlich versucht jetzt jede Seite da Gewinn rauszuschlagen. Hast du noch ein Detail jetzt abgesehen? Die Demokraten wollen natürlich jetzt unbedingt das in die Richtung framen, dass diese Q-Bewegung, January 6-Bewegung, dass die in diese Richtung geframed wird, dass das alles mehr oder weniger Lunatics sind, also durchgeknallte Typen und ganz klar, die sind eine Gefahr für die Demokratie, wählt aber Demokraten. Und die anderen sagen natürlich, hey, was ist denn das für ein Zustand, wenn der Mann von der Pelosi hier, weißt du, jeder versucht jetzt hier Kapital rauszuschlagen. Ich nicht zum Beispiel. Ne? Für mich macht das totalen Sinn, wie es offiziell verlautbart wird. Und die Ungereimtheiten, ich habe dich jetzt gerade danach gefragt, wie sind sie denn, weißt du? Ich meine, du machst doch selber dieses Framing. Du sagst die ganze Zeit, die haben jetzt dieses Framing und die versuchen das darauf zu framen und du machst das auf der anderen Seite. Ja, und ich frage mich... Hey, ich weiß es nicht, aber ich frage dich, was spricht denn gegen die offizielle Version? Zum Beispiel, dass bei den Unterwäsche waren, als die Polizei da gekommen ist. Okay. Mhm. Das müsste ich zeigen, ich ob das tatsächlich dann, zum ersten Mal. Ja, das habe ich auch da rausgeschnappt. Deswegen sage ich ja, es ist ein bisschen komisch, wenn ein Einbrecher mit dem Besitzer des Hauses um einen Hammer kämpft und beide sitzen da in Unterwäsche rum. Ja, außerdem ist schon lange bekannt, dass oder vielmehr in der Bay Area ist es ein wie sagt man, unausgesprochenes Geheimnis, dass der Herr Pelosi da schon öfters in diesen Szenen unterwegs war. Der war ja auch vor kurzem erst mit einer anderen Nummer in den Medien, hat jetzt damit nichts zu tun, soll auch nicht heißen, dass der prinzipiell immer so drauf ist, aber der wurde verurteilt, 3 Jahre auf Bewährung, war 5 Tage im Knast wegen Driving Under Influence, DUI, genau, also der hat irgendwie entweder Alkohol oder Drogen am Steuer und Busse, hat nichts damit zu tun. Pelosi ist mal besoffen Auto gefahren. Hat nichts damit zu tun, ist auf jeden Fall nicht der Saubermann-Charakter, wie ihn die Demokraten jetzt darstellen möchten, weißt du, als großes, ich sage ja nur, an der Nummer stinkt einiges und ich bin nicht in der Lage zu sagen, was, ich will nur sagen, ich glaube nicht sofort, die offizielle Faktenchecker-Version. Ich schicke dazu alles, was du hast, und wir diskutieren dann in der nächsten Sendung dazu weiter. Ich will mich ja auch nicht hinstellen und sagen, ich weiß es besser. Ich weiß es gar nicht. Ja, ich habe mich mit den Ungereimtheiten ja nicht befasst. Ja, deswegen frage ich dich ja danach. Das, was du jetzt bringst, reicht mir nicht aus, um zu sagen, oh nee, dann stinkt das aber gewaltig. Man muss halt sehr vorsichtig sein. Ich meine, wir können natürlich ist das überhaupt nicht auszuschließen, dass bei Politikern oder bei Pelosi, dass da auch im privaten Bereich schmutzige Dinge ablaufen. So, das wäre nicht das erste Mal so. Das kann man natürlich nicht ausschließen, aber man muss echt vorsichtig sein. Ey, wir wissen, wie das auch mit Alex Jones war. Ja? Ey, wir müssen vorsichtig sein. Du kannst keine Verleumdungen aufstellen. Oder du, wenn, dann muss man muss eine klare faktische Basis haben. Das ist gefährlich in der heutigen Zeit, weil ganz schnell werden dann Dinge so auch gleich in so eine extreme Ecke geschoben. Und natürlich, ganz ehrlich, so was du am Anfang gesagt hast, Robert, das war auch mein erster Gedanke, so, ey, wie kann ein einzelner Typ einfach in so ein Haus von Nancy Pelosi einbrechen? Oder von den Pelosis? Als Einzeltäter, so, wie kommst du dort rein? Und ist sowas überhaupt möglich? Aber ja, solche Dinge sind möglich. Ich erinnere mal vor ein paar Jahren war das, da hat George Harrison noch gelebt. George Harrison, einer von den Beatles, einer von diesen Superreichen. Ich meine, der hatte auch ein Anwesen, wahrscheinlich mit allem, Pipapo und Tralala. Und da war vor ein paar Jahren, das ist bestimmt schon 15 Jahre oder sowas, ich weiß nicht genau, aber da wurde auch mal in sein Anwesen wurde eingebrochen. Das war auch so jemand, der dann, wo auch nie ganz klar war, ist das nur ein Einbrecher oder ist das auch jemand, so ein Psychopath, der ganz bewusst diesen Harrison halt irgendwie im Visier hatte und den sozusagen gestalkt hatte. Und da kam es dann auch dann zu einer Konfrontation. Der Harrison hat den Einbrecher konfrontiert und es kam um einen Kampf um Leben und Tod. Und das Krasse war, Harrison, weißt du, das ist auch hier der mal in Indien war, der ist so ein Peacenik, der war nicht so ein guter Kämpfer. Aber die Frau von George Harrison, die ist in den Berserker Survival Fight for Your Life Modus gegangen und die hat den Einbrecher gekillt.
die Frau von George Harrison hat den Einbrecher getötet, im Kampf dann. Solche Szenen haben sich da abgespielt. Und da denkst du auch im Nachhinein, okay, krass, dass da so ein Typ dann auf so ein Anwesen kommen kann. Aber solche Dinge passieren. Ne? Die Königin hatte doch auch mal einen Typen im Schlafzimmer stehen. Könnt ihr euch erinnern? Ja. Da war doch mal was. Aber die hat nett unterhalten. Ja. Ja. Der wollte ihr nichts Böses. Er wollte ihr im Prinzip nur sagen, wie beschissen es ihm geht, ja, aufgrund der Politik, die sie mitträgt. Ja. Das war ihm einfach nur ein Anliegen. Die Queen hat sich damals angehört. Dann wurde er verhaftet und hat ein Buch geschrieben. Ja. Aber ich erinnere mal noch an den Fall Rudolf Mooshammer. Weil da war es genau so, Robert, wie die Verschwörungstheorie jetzt im Prinzip besagt. Ja. Rudolf Mooshammer damals, wir erinnern uns alle hier, ja, und Daisy, ja, sein Hund, Daisy. Er hat sich auch in der Stricher-Szene jemand mit nach Hause genommen und der hat ihn dann erschlagen und ausgeraubt. Ja. Walter Sedlmayr auch in München. Walter Sedlmayr, dieser berühmte Münchner Volksschauspieler, ja, so ein Typ mit Glatsche, so der Prototyp Münchner, der so immer so rumgekrantelt hat in endlos vielen Fernsehserien. Kommissar, Hauptkommissar, der hat Polizeiruf 110, hat der doch jahrelang gespielt. Nein, nicht Polizeiruf 110, weil das ist ja hier eine Ostsendung. Polizeinspektion, Ingsbums. München, Lisa, noch was. Ja, ja, irgendwas halt so. Der war Polizist, jahrzehntelang hat der Polizei gespielt und dann kommt raus, dass der da im Stricherniveau Milieu unterwegs war. Gell? Und zwar jahrzehntelang, auch in so richtig dark, in Abgründen so, die sich da auch auftun können. Ja, in der Tat, so gesehen, das überrascht mich und gar kann es auch sein. Das würde mich jetzt überhaupt nicht überraschen, wenn es da bei den Pelosis in diese Richtung gehen würde. Weißt das du, kann sein. Nach der ganzen Aber wir müssen Nummer, vorsichtig sein. So. Natürlich, es gibt keine Beweise und im Chat hat jemand schon geschrieben, dass mit diesen Unterhosen ist alles schon wieder dementiert worden und so. Ja, das möchte ich erstmal sehen auf einer Presse. Ich habe diese Pressekonferenz von der Polizei nicht gesehen, ob diese Information wirklich dort kam oder ob du die jetzt von irgendwo hast. Hey, das ist immer schwierig. Ich bin aber super vorsichtig. Aber nach meiner Erfahrung oder nach den Geschichten, die wir alle gehört haben von einer gewissen Personalie Epstein und was da alles passiert ist, sind die Vorlieben von diesen Reichen nichts Besonderes, weißt du, das ist normal, dass du, ich meine, das gibt es überall auf der Welt, aber gerade... Robert, da hast du vollkommen recht, aber du kannst es ohne Beweise trotzdem nicht... Natürlich nicht, ich gebe, es gibt überhaupt keine Beweise. Weißt du, das geht dann too much. Ich verstehe das und ich will auch nur sagen, da stinkt irgendwas und wir werden sehen, wie das binnen diese nächsten Tage ist. Und ganz kurz noch hier eine Story zum Mooshammer. Könnt ihr euch nicht vorstellen, 2004 war das, glaube ich. Ja, das muss 2004 gewesen sein. Ich habe bei einer Filmproduktionsfirma ein Praktikum damals gemacht. Nein, ich habe da sogar als Fahrer gearbeitet. Vor 2004 war das. Und die haben gedreht mit Mooshammer. Ein paar Wochen schon. Es war so eine Home-Story und er hat da in so einer WG gelebt und so. Und die hatten Footage vom Mooshammer, das noch nicht veröffentlicht worden ist. Und dann liegt der Mann tot in München rum. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was um dieses Bildmaterial vom Mooshammer für einen Kampf stattgefunden hat. Doch, kann ich. Ich habe in der Zeit auch bei den Medien gearbeitet. Unvorstellbar, wie viele Leute beim Chef von dieser Filmproduktionsfirma an dem Tag angerufen haben, da war der noch nicht mal kalt. Und ich erinnere mich, dass ich dieses Band, wo die letzten Filmaufnahmen von Mooshammer ungesendet drauf waren, habe ich dann hier in Unterföhring in die Sendezentrale geschickt und damit es dann übermittelt wird, was weiß ich wohin, der hat es nicht verkauft, sondern es wurde dann zum Sender Kann zurückgeschickt. Ich dir sagen, wohin? So. An den Stern in Frankfurt, der hat es verteilt an die einzelnen Funkhaus AZK, Abkürzung für Aufzeichnungskomplex, und dann jemand wie ich saß, der das dann entgegengenommen hat. Es war irre, das zu sehen. Also allein der technische Ablauf, wie die den Satellitenlink und das alles, kannst du ja als Normalbürger gar nie einsehen. Aber was ich sagen wollte, wie Hyänen, wie Aasgeier sind sämtliche Redaktionen dann über dieses Tape geschwebt, mehr oder weniger. Und ich hatte das in der Hand, ich so, holy shit, weißt du, so, das... einen Einblick zu bekommen in diese Boulevard, in diese Headlines, Schlagzeilenmechanik oder so, das habe ich nie vergessen, wirklich. Ja. War nur eine Story am Rande, ist schon 18 Jahre her wieder. Interessant bei der ganzen Sache finde ich halt auch, dass es halt München ist. Es ist ja auch meine alte Heimatstadt und in den 80ern habe ich dort im Großraum München gelebt und kenne die Stadt und so weiter. Habe meine Teenagerzeit dort verbracht, aber es ist schon krass im Nachhinein zu sehen, was es in München auch für ein Milieu gab, so was dir so als Normalbürger nie sich erschlossen hat. Es ist ja, jetzt haben wir schon zwei Promis genannt, aber den größten haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Freddie Mercury, der große Sänger von Queen, der hat jahrelang in München gelebt, weil ihm das auch so gut gefallen hat. Und er da ein bisschen mehr undercover leben konnte als jetzt in London, obwohl er da auch schon in München bekannt war, zum Promi-Leben gelebt hat. Aber
Der ist auch deshalb in München gewesen, wegen dieser Szene, so die dort am Start war. Und tatsächlich hat sich ja Freddie Mercury in München dann auch eben mit dem HIV-Virus angesteckt, bei seinen freizügigen sexuellen Praktiken, ja. Das hat nach außen immer so, nach außen ganz anders, weißt du, nach außen München so bürgerlich und ordentlich. Meine, und so, ja. Es hat aber jede Stadt. Wir sind von Paul Pelosi auf dieses Thema gekommen, ja, unfassbar großes Framing, aber wie gesagt, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, wir wissen es nicht, vorstellbar ist alles, hat alles schon stattgefunden, aber ich würde dann halt trotzdem noch die Indizien und Fakten abwarten, weil bei allen Fällen, die wir jetzt aufgezählt haben, haben wir das dann im Nachhinein auch relativ schnell erfahren durch die Staatsanwaltschaft, Pressekonferenz und so weiter. Da wurde dann nie ein Hehl draus gemacht. Ne? Gut, jetzt kann man bei Paul Pelosi sagen, ist vielleicht nochmal eine andere Nummer. Ja, es ist halt beides denkbar und deswegen, oder viele Dinge sind denkbar, vielleicht hat es noch einen ganz anderen Hintergrund. Aber klar, dass es da draußen Leute gibt, die so extremisiert sind, dass sie eine Pelosi, das ist ein potenzielles Anschlagsziel. Kann mir sofort vorstellen, logisch. Natürlich. Also natürlich. Das wäre nicht das erste Mal, das ist absolut schon ein paar Mal so, vorstellbar, ja, klar. Genauso ist aber auch eine andere Story möglich. Es ist halt erst 2 Tage her. Und ich bin jetzt so gespannt auf die Midterm-Elections, also diese Wahlen, die jetzt am Dienstag in der Woche stattfinden, am 8. sind diese Wahlen. Das wird sehr spannend, weil momentan den Umfragen nach führen die Republikaner Ende August, September sah es noch anders aus. Da war doch dieses Urteil mit den Abtreibungen. Da haben die Demokraten großen Aufwind gehabt. Aber jetzt gerade durch die ganzen Energiesteigerungen, Preissteigerungen und diese ganze Unsicherheit und so weiter. Obama ist ausgebuht worden öffentlich bei einer Rede, so nach dem Motto, hier Kriegsgefahr, er treibt uns alle in den nuklearen Holocaust und so weiter. Das kippt jetzt gerade und es könnte durchaus sein, dass die Republikaner dann bei Senat und Repräsentantenhaus die Hoheit gewinnen. Was das dann aber bedeutet, ist natürlich wieder auf einem ganz anderen Blatt. Ob sich jetzt die Geopolitik bezüglich von Amerika zum Konflikt verändert, das kann ich jetzt beim besten Willen nicht sagen. Es gibt Anzeichen dafür, wo manche Leute sagen, aber ob dann jetzt quasi plötzlich Verhandlungen stattfinden, keine Ahnung. Ich weiß zumindest, dass auf Verteidigungsministerseite, also Shoigu und Blinken haben schon mehrfach miteinander telefoniert in letzter Zeit. Also die Drähte sind noch nicht geschnitten. Also die Verbindung, die schmutzige Bombe steht noch, ja. Also vielleicht gibt es ja da eine Änderung oder sonst irgendwas. Auf jeden Fall ist das ein Datum, wo ich den Fernseher auf jeden Fall eingeschaltet lasse. Ab nachmittags, wenn es dann da losgeht, um zu gucken, Hochrechnungen, Stimmungen, Meinungsbilder und so weiter. Das hat ja letztendlich dann auch Auswirkungen auf uns, ja, was da passiert. Ja. Vielleicht müssen wir es auch noch kurz erklären, was es ist mit den Midterm-Elections, weil in den USA ist es halt so, dass diese Wahlen ziemlich regelmäßig stattfinden. Ne? Wir haben es ja schon mal gehabt bei der Präsidentenwahl, da gibt es auch dann so einen genauen Tag, ich weiß ja irgendwie der erste Montag nach dem ersten Sonntag im November oder irgend sowas. Also so einen festen Tag, es ist immer derselbe Zeitpunkt, wo gewählt wird. Und was auch fix ist, dass immer genau in der Mitte sozusagen von der Präsidentschaftsterm und dann eben wieder im November an demselben Wahltag, dass dort immer, also das ist schon seit Ewigkeiten so, diese Midterms-Elections sind. Und dort wird ein Großteil, ich glaube sogar der größte Teil des Repräsentantenhauses neu gewählt. Das ist im Grunde genommen wie bei uns der Bundestag und auch, glaube ich, ein Drittel oder sowas des Senats. Senatoren, da hat jeder Bundesstaat hat 2, deswegen sind es 100. Und ich glaube, ein Drittel der Bundesstaaten wählen immer in diesen Midterm-Elections ihren Senat. Das heißt, Senat und Repräsentantenhaus zusammen ist ungefähr was bei uns so des Parlaments. Das ist halt dort sozusagen zweigeteilt, Zweikammernsystem. Aber das hat dann eben eine große Bedeutung. Also wir reden ja davon, dass es große parlamentarische Veränderungen geben kann, eben bei diesen Midterm-Elections. Und dann werden auch noch, glaube ich, eine ganze Reihe von Gouverneuren gewählt. Also im Grunde haben die Amerikaner halt das effizient gemacht. Die haben ihre 2 Wahltermine alle 2 Jahre. Also diese Midterms, dann wieder Presidential Elections, Midterm. Deswegen sind die so von Bedeutung. Da sind wirklich bei uns nicht nur 1-2 Bundesländer, die da irgendwas wählen, sondern da passiert ganz viel. Bei uns nennt man das dann den Superwahltag. Weißt du, so wenn 4 Landtagswahlen gleichzeitig sind oder sowas und gleichzeitig noch irgendwie Bürgermeister von Hamburg und Bremen und Berlin gewählt wird, so auf die Art, ja. Nur, dass bei uns ist es nicht so rhythmisch, ja. Also weil bei uns auch viel öfter auch mal wieder Neuwahlen stattfinden müssen, weil eine Regierung nicht funktioniert. Aber in Amerika, weil du eben dieses Zwei-Parteien-System hast,
wenn gewählt wird, hast du danach eine Mehrheit und die ist dann stabil und die hält 4 Jahre. Das heißt, die müssen auch in den einzelnen Bundesländern nicht mal Neuwahlen machen oder sowas. Deswegen haben die diesen klaren Rhythmus, alle 2 Jahre sind die und die Wahlen. Während bei uns hängt das ja oft auch ab, wenn irgendein Parlament sich auflöst, muss er Neuwahlen machen. Kannst du das nicht so bündeln, so ohne weiteres. Ja. Ja, werden wir sehen. Im November ist dann schon, nächste Woche müsste es dann schon sein, ne? Oder kommende Woche jetzt schon, ne? Die Woche. Wird die Woche gewählt. Dienstag in der Woche. 8. November. Dienstag in einer Woche. Genau. Ja. Also wenn wir uns nächsten Sonntag treffen, dann ist es genau, noch 2 Tage. Genau, das ist nämlich wirklich so. Ich glaube, es war wirklich so der erste Dienstag nach dem ersten Montag im November. Und weil jetzt der 31. dieses Jahr ist ein Montag, dann wird am 8. November gewählt. Also nicht schon diese Woche, so eine Woche drauf. Es ist der auch ganz komisch, dieser Election Date, dieses Datum, woran das liegt, weiß ich auch nicht. Aber es ist schon ewig, dass sie es in Amerika so machen. Es ist der erste Dienstag nach dem ersten Montag der Dienstag. So, genau. So glaube ich, ja. Genau, und dieses Jahr ist eben der Montag, der 31. Und deswegen kann es nicht am 1. November sein, sondern exakt, ja, und muss der 8. sein, ja, genau. Was auch immer da für ein Grund dahinter steht. Ich glaube, wir hatten das sogar schon mal recherchiert um die Präsidentenwahl, wo wir eine Sondersendung gemacht haben. Oder ich kann mich erinnern, dass ich das mal recherchiert hatte. Ich glaube, da war irgendeine Begründung, hey, die war dann historisch irgendwie, dass dann die Leute dort mit ihren Kutschen irgendwie noch fahren können. Ich weiß es nicht genau. Ja, egal. Ja, spannend. Hier, ein Thema haben wir noch gar nicht angesprochen, sorry, weil es eigentlich Thema des Tages ist und ich weiß gar nicht, man kann vielleicht auch gar nicht so viel zu sagen, aber das ist zumindest Thema des Tages, was dann auch echt schockiert hat, hier diese Ereignisse in Seoul, wo wer es noch nicht mitbekommen hat, Samstagnacht gab es sozusagen eine Prä-Halloween-Party, was auch so krass ist, dass die in Korea mittlerweile auch Halloween feiern, aber es ist halt diese neue globale Welt oder so. Und dort sind halt ganz, ganz viele Leute dann diesen einen Stadtteil gegangen, diesen Kiez, wo halt die Partymeile ist. Und überwiegend halt junge Leute, viele dann auch so kostümiert. Und gerade Korea, wir wissen es, wir hatten unseren Korrespondenten Juri auch dort, war ist bei Corona auch ein strenges Regime gewesen. Und jetzt war das erste Mal wieder so richtig groß Party so. Und es waren so viele Leute. Und dann ist es irgendwie dazu gekommen, dass in einer kleinen Gasse ganz viele Leute in diese Gasse reingedrückt haben. Ich weiß immer noch nicht genau, was eigentlich der Grund ist. Gerüchte, die ich gehört habe, war, dass es Gerüchte umgegangen sind, dass irgendeine Promi-Persönlichkeit dort in irgendeiner Bar ist, die für diese jungen Leute irgendwie wichtig war und dass dann ganz viele Leute in diese eine Gasse rein wollten. Was genau der Hintergrund ist, weiß ich nicht, aber es kam dann zu einer wirklich beispiellos, muss man sagen. Also ich kann da keinen Vergleich sehen in irgendwelchen städtischen Festivitäten. So. Es kam, ja, weiß ich nicht, nennt man sowas Massenpanik, so ein Gedränge halt, dass sich in diesen Engpässen in dieser Gasse unglaublich tragische Dinge abgespielt haben und es über 150 Tote gab, was allein schon eine brutal hohe Zahl ist. Wenn du überlegst, wir hatten in Deutschland die Love Parade, wie traumatisierend das war. Und das waren, glaube ich, 20 oder 21 Tote. Hier über 150 und fast alles junge Leute. Also es ist, absoluter Horror. Also für mich unvorstellbar, wie sowas gehen kann. Aber diese gruppendynamischen Prozesse, die da stattfinden, man hat irgendwas gesagt von wegen, Leute sind gestolpert, der Boden war glitschig irgendwie. Also, und ich habe ja Bilder gesehen, die wir nicht zeigen, von einer wabernden Menschenmenge, die wirklich... Du konntest wahrscheinlich die Füße vom Boden wegnehmen und bist vom Anpressdruck deiner Nachbarn oben gehalten worden. So eng war das Ganze. Und das gab es ja auch schon oft damals in diesem Fußballstadion, wo von hinten immer mehr Leute geschoben haben. Oder bei der Love Parade oder auch in Mekka gab es mal eine Massenpanik. Wenn du so viele Leute hast, wenn da vorne 800 Meter weiter irgendwas ist und von hinten strömen da einfach Leute immer nach und nach und nach und es verengt sich dann so, dann ist der Druck irgendwann... Du hast keinen Platz mehr zu atmen. Ne? Das ist furchtbar. Was, ich kann es verstehen, dass diese Dynamiken passieren, aber ich kann nicht verstehen, dass so viele Leute dem hinterherrennen. Das ist das, was ich nicht verstehen kann. Ich würde da nie hinwollen an einen Ort, wo schon 10.000 Leute sind. Wenn ich das sehe, das ist schon so viel, da gehe ich wieder. Ich bin da so ein Mensch, der mit so manchen Massen nichts anfangen kann. Aber so viele Leute haben einfach den Drang, auch da dabei zu sein bei so einem großen Event, bei so einem Happening, Konzerte, Festivals, je mehr Leute, desto besser, Party, Gemeinschaftserlebnis, alles legitim, verstehe ich alles, aber dass es dann so eskaliert, das ist wirklich ein Rätsel, was ich nicht für mich auflösen kann, dass das so schlimm wird, wirklich. Ja, ihr habt alles dazu gesagt, mein Beileid, schlimm sowas.
Wir haben erst wie vor 2 oder 3 Wochen über die Massenpanik in dem Fußballstadion berichtet, was die meisten Toten jemals bei einem Fußballspiel war. Und ja, passiert halt irgendwie immer öfter. Und es ist, ja, tragisch. Schlimm. Vor allem das erste Mal. Es ist schon heftig, ich meine, weil man fragt sich halt immer danach so, okay, wie kann man solche Dinge vermeiden? Und manchmal gibt es solche klaren Auslöser, wie bei dem Fußballspiel, da gibt es dann Auslöser, da ist dann Gewalt, Leute fliehen und so weiter und dann entsteht das. Aber dort gab es ja nicht sowas. Es ist keine Bombe explodiert oder es gab keinen Auslöser, sondern es sind einfach nur zu viele Leute. Und ja, Robert, du hast so ein paar Beispiele angesprochen. Oft, also die krassesten Fälle, die krassesten Beispiele haben wir halt bei so religiösen Festen. Du hast Mekka angesprochen. Mhm. Ich kann dir sagen, in Indien ist es auch krass. Bei diesem 100-Millionen-Fest, wie hieß denn das noch da? Ja, die Dingens hier. Das größte Treffen in der Menschheit insgesamt. Oh. Wenn die sich treffen, dann verschiebt sich die Erdrotation. Ja. Es ist generell so, in Indien, da sind diese religiösen Feste, die sind halt so dermaßen groß, weil halt aber auch einfach noch viel, viel mehr Menschen sind. Das kannst du als Europäer einfach nicht nachvollziehen. Ich war in Südindien ja lange und da gab es auch so besondere Wallfahrten an diesem heiligen Berg, wo ich war. Und die wichtigste im Jahr, das ist immer einmal im Jahr. Es ist interessant, wenn der erste Vollmond ist, nachdem die Plejaden aufgegangen sind. Und dann der erste Vollmond, das ist die Nacht der Nächte so. Und ey, da kommen auch so unfassbar viele Leute aus ganz Südindien, die da hinpilgern. Das sind so unglaublich viele. Klar, in Indien passieren solche Sachen auch manchmal, ja, oder öfter mal. Aber das, was jetzt Korea so auch schockiert, ist, ey, das ist einfach öffentlicher Raum, Wochenende, Party. Ey, sowas kennen wir bei uns auch. Ich meine, letztens war erst noch Oktoberfest in München. Da kann ich mich erinnern, da war ich auch manchmal in Riesengedrängen. Aber es war nicht nie, dass es dann zu sowas kam. Und deswegen ist es ein Thema, mit dem man sich schon beschäftigen kann, einfach so zu lernen, ey, was ist da los? Ey, was ist da passiert? Ey? Das ist in so einem ganz normalen, da war jetzt keine besondere Veranstaltung. Es war jetzt kein Konzert, auch wo die Massen reindrückt. Es ist einfach ein Feierwochenende. Viele Partys halt, nicht eine Großveranstaltung, sondern viele Partys in einer nicht westlich, aber in einer modernen Großstadt. Ey, was geht da schief? So krass. Eigentlich nicht so schwer zu erklären. Viele, viele Menschen auf viel zu wenig Raum. Ja, die gehen halt, das geht eine Weile gut, wenn halt alle irgendwie normal laufen. Nur wenn mal irgendwo was passiert, ja, da reicht eine kleine Stelle aus, ja. Oder dass mal irgendein Besoffener anfängt, mitten in der Menge durchzudrehen und zu randalieren und jemanden schubst. Weißt du? Und dann kommt diese Wellendynamik. In dem Moment ist es nur kein Wasser, sondern es sind Menschen. Und ich habe dieses eine Bild, jetzt rede ich doch noch drüber, ja, dieses eine Bild, was ich da gesehen habe, das war so eine enge Gasse und die war einfach mit Menschen vollgestopft. Nur die schwarze hörte Köpfe. Auch plötzlich auf, da war niemand und dann war eine Menschenmenge, ja, mehrere Menschen übereinander gestapelt nach hinten. Und die haben versucht, da rauszukommen, man hat versucht, die rauszuziehen. Das ging nicht, die haben da einfach festgeklemmt. Und selbst die Leute, die vorne, ganz vorne in der Mauer quasi drinne klebten und raus wollten, die hatten schon schmerzverzierte Gesichter und haben kaum Luft gekriegt. Und die konnten da nicht raus. Was mit den 100 Menschen dahinter gewesen, die man nicht gesehen hat, die quasi unter der Menschenmenge begraben waren. Das war nicht so, dass die alle einfach nur standen und sich gegenseitig erdrückt haben. An der einen Stelle haben die sich gestapelt. Und da fragst du dich schon, boah, also, da willst du nicht drin stecken. Ne? Also ganz, ganz schlimm. Übrigens, Maha Kumbh Mela. Genau, Kumbh Mela wollte ich auch noch einschmeißen, mir wieder eingefallen, nur for the record. Ja. Kumbh Mela, das ist das größte religiöse Fest der Welt. 80 bis 100 Millionen Menschen machen sich da auf den Weg, ja. Es gibt ständig so Melas dort, wo das ist, am Ganges in Nordindien. Aber diese Kumbh-Mela, das hängt dann auch mit gewissen astrologischen Konstellationen an. Das sind, glaube ich, alle 16 Jahre. Ist das dann diese Maha-Kumbh-Mela noch größer, so, wo dann aus unglaublichen Mengen kommt. Aber die kommen dann auch nicht alle an einem Tag. Also das sind dann auch Feste, die gehen dann oft in so, das ist halt Indien, ein Festzyklus von einem kompletten Monat oder sowas. Aber oft konzentriert sich es dann eben schon auf eine Nacht, wo dann die Nacht der Nächte ist. Aber überleg mal, wenn Deutschland, Österreich, Schweiz sich auf den Weg machen würden, irgendwo in Paris ein Festival zu feiern, was das für eine Bewegung ist. Du musst ja, die Leute müssen da hin und zurück und da gibt es jetzt kein Transrapid-ICE-Shinkansen-System, dass die Leute, sondern die kommen da mit dem Eselwagen teilweise, ja, und das ist... Ey, da in Südindien, wo ich war, wo ich diese großen, was ich schon eben gerade erzählt habe, da am Tiruvannamalai, wenn dort die ganzen Pilger kommen, das ist unglaublich. Da,
ey, da kommen Busse, das kannst du dir nicht vorstellen, das sind hunderte, tausende von Bussen. Die können auch nicht mehr in der Stadt, in dem normalen Busbahnhof operieren, sondern dann außerhalb von der Stadt, das ist dann so eine riesen Brachfläche, so, wo das ist, allein das ist eine Erfahrung, ey, das mal zu erleben, wie unglaublich, da kommen Busse aus ganz Südindien, weißt du, ganz arme Leute auch, so, die vielleicht, da kommen Leute aus den Dörfern, so, und was da für ein, ey, Chaos ist, das kannst du dir nicht vorstellen. So, wirklich hunderte, tausende Busse, die einen kommen, die anderen fahren. Weil es geht, wie gesagt, rund um die Uhr. Es geht über, dort in Südindien ist dieser Festivalzyklus, sind, glaube ich, 13 Tage. Das ist unvorstellbar, so diese Menschenmengen. Das kannst du als Europäer kaum nachvollziehen. Das ist faszinierend. Ja, der Benny Homines fragt, Boni Homines fragt im Chat, warum das hier eine Live-Sendung ist, wenn wir gar nicht auf den Chat eingehen. Ne? Fragen wir doch mal. Was willst du denn wissen? Ja, wir verfolgen den Live-Chat durchaus. Kommt nur nichts, wo man jetzt wirklich drauf eingehen muss. Außer, dass permanent darauf hingewiesen wird, das ist ganz interessant, wie die Wahl in Brasilien aktuell aussieht. Ach ja, bei 55 ausgezählten Stimmen steht es ziemlich genau 50-50. 55%. 55 Stimmen haben sich ausgezählt. Dann dauert es noch ein bisschen. Ich glaube, da leben über 2 Millionen. Also. Ja, ja, spannend, also, auch die Wahl in Brasilien. In der Tat, das ist heute sozusagen die Stichwahl. Die erste Runde war ja schon. Und das ist auch wie in Frankreich. In der ersten Runde gibt es noch mehrere Kandidaten und danach gibt es eine Stichwahl, wo die zwei Top-Leute antreten. Und das sind jetzt der Bolsonaro und der vorher auch schon am Start war, der Lula. Ja, genau. Lula. Das ist auch da scheinbar so, ey, wird so aufgebläht. Das ist die systemische Wahl. Bolsonaro, Lula. Lula war ja vorher schon mal in der Regierung. Das ist wirklich so. Links, Lula links, Bolsonaro rechts, wird so aufstigmatisiert oder aufgeblasen zu einer historischen Wahl auch, die Brasilien hat. Vielleicht ist es das auch. Tja, das... Aber das werden wir heute, glaube ich, nicht mehr ganz covern. Nee, das wird... Ach du, wir haben noch Zeit, aber auch noch Themen. Ja? Ich fand eine Schlagzeile, die jetzt hier hoch und runter ging, ja äußerst interessant und dann war nur heiße Luft dahinter, nämlich die NSU-Akten. Die NSU-Akten, groß, Böhmermann, wow, mal wieder mega Ding, ja. Traut sich was, der Typ. Er veröffentlicht die NSU-Akten. So stand es zumindest in allen Zeitungen, ja. Und da hab ich natürlich geguckt, wow, interessant, ja. Mal gucken, ob da bestätigt wird, was wir damals vor 10 Jahren schon so alles erzählt haben. Und dann suchst du danach und stellst fest, es sind ja gar keine NSU-Akten veröffentlicht. Also schon mal die erste Ente, die verbreitet wurde. Veröffentlicht hat der Böhmermann eine Kopie eines Berichtes vom Verfassungsschutz, ja, den der Verfassungsschutz über sich selber ausgestellt hat, nachdem alle Akten geschreddert wurden, die da relevant waren. Wow. Ich habe trotzdem reingeguckt. Stand was Neues drin? Nein. Im Prinzip stand gar nichts drin. Der Hauptaufreger war Andreas Temme, ja, der bei dem einen Mord in diesem Internetcafé anwesend war und der Verfassungsschutz irgendwie selber nicht so richtig weiß, wieso, weshalb, warum und dass denen seine Story ziemlich unglaubwürdig ist. Schreibt der Verfassungsschutz selber. Immerhin, das ist jetzt keine Verschwörungstheorie mehr, aber das war es dann auch schon. Was haben wir daraus gelernt? Böhmermann ist ein wahnsinnig guter Aufblaser. Ja, der macht wirklich aus Scheiße Gold. Da hat er Talent. Nichts NSU-Akten veröffentlicht. Und wenn das noch 120 Jahre, ursprünglich sollte es für 120 Jahre geheim bleiben, dann für 30 Jahre. Und jetzt, dank Böhmermann, wurde es veröffentlicht. So ein Schwachsinn. Also wirklich, wenn das, was da drin steht, in diesem geheimen Bericht so geheim war, dann frage ich mich, wieso wir das vor 10 Jahren alles schon berichtet haben. Mhm. Aber Sendungen Hauptsache mit 2G, Maske und Test, gell? Ja. Aber es ist wirklich, ich sehe es genauso wie du, das ist geradezu lächerlich, oder? Ich meine, wie offensichtlich das wird für Leute, die jetzt hier nur Wieso oder unsere Arbeiten, die von vielen anderen auch jetzt schon Jahre verfolgen, einfach der Kontrast, weißt du, da kommt dieser Böhmermann, der ist ja nicht das erste Mal, dass wir in dieser Sendung über ihn reden, so. Und der bläst das auf, boah, jetzt hier investigativ, und was kommt dann? Und das ist so bescheiden, das sind echt tatsächlich null Neuigkeiten, das sind Dinge, die wir schon vor 10 Jahren diskutiert haben. Und also das zeigt es halt mal wieder, so wie wenig Qualität eigentlich bei solchen Leuten wie Böhmermann ist, mit seinem Budget, mit seinem Stab an Mitarbeitern, Zuarbeitern und so weiter. Hey, ich meine, die Typen, die könnten wirklich interessante Themen auch irgendwie voranbringen, so, die hätten die Möglichkeiten. Aber das ist dann, was kommt? Really? Hey, das ist ja nichts. Das ist gar nichts. Der hat was aus einer Story gemacht. Hast du Wikipedia gelesen, das reicht. Story ausgemacht haben. Ja. Also ich schätze mal, das, was da veröffentlicht wurde, was jetzt da das Thema ist mit dem Temme,
Ich glaube, das kannst du bei Wikipedia sogar nachlesen. Ich meine, was für eine Arbeit ist das? Was für eine Recherche ist das? Hat sich doch vor kurzem auch aufgeregt über die scheißreichen Leute, die da irgendwie Politik machen oder Meinung machen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es damals um Musk ging oder so, aber Privatvermögen von Herrn Böhmermann wird mittlerweile auf 5 Millionen geschätzt. So arm, sein gegönnt. So arm ist der nicht. Egal, das aber, ist ja, aber sich dann aufregen über reiche Leute, das verstehst du, wenn jemand aus der Ebene sich aufregt über Leute, die Milliarden haben. Im Vergleich zu Musk ist Böhmer ein armes Würstchen. Ja, so, aber im Vergleich zu den meisten Menschen ist er ein Multimillionär. Und da darfst du dich nicht aufregen über reiche Leute. Das geht doch, nicht. Natürlich darfst du. Das sehe ich jetzt nicht so tragisch. Aber hier auch gerade bei diesem ganzen Thema NSU. Wir wissen ja, da gibt es noch ganz viel aufzudecken. Und dann, weißt du, wenn dann eben Leute, Journalisten, die auch eben einen Stab haben und die Möglichkeiten haben, dann kann man doch erwarten oder erhoffen, dass die dann vielleicht tatsächlich ein bisschen tiefer gehen. Da ist ja noch bestimmt eine ganze Menge Kacke am Dampfen, so in diese ganzen NSU-Geschichte. Da sind auch viele Fragen offen geblieben. Und da hast du ja auch nachweislich diese ganzen Verbindungen rein zu den diversen Geheimdiensten, muss man plural sprechen, die wir in Deutschland haben, so. Ey, natürlich gibt es all diese Verbindungen und da wäre so viel mehr noch rauszufinden, wenn du da wirklich investigativ unterwegs bist, was jetzt nicht unsere Aufgabe ist, ich mache das nicht, aber wenn sich da so ein Böhmermann mit einem Stab, also das, wenn die sich da so aus dem Fenster lehnen und dann kommen die damit rum, mit einfach gar nichts, das ist einfach nur peinlich so, weil da gäbe es sehr, sehr viel zu entdecken und ich schätze schon, dass der Möglichkeiten hätte, da vielleicht an Informationen zu kommen, die uns nicht möglich wären. Ne? Gatekeeper aber, hat einer gesagt. Ja, so könnte man es nennen. Oh, guck mal, was wir Tolles rausgefunden haben. Ja, ja. Ist wie beim Zauberer. Guck mal hier und der eigentliche Trick ist da unten, weißt du so. Ja. Naja. Wollen wir noch den Karlauer vom Söder bringen? Yes, liegt schon an. Der ist ja wirklich das absurd. Ich frage mich, ob der... Naja, zeig mal erstmal, dann stellen wir die Frage. Also... Einmal im Angriff, der Real Tom hat getweetet, einmal im Angriffsmodus kennt Söder kein Halten mehr. Nach seiner Absage an weitere Corona-Maßnahmen aus der IFSG-Mottenkiste greift er jetzt Wokeness, Sprech- und Singverbote und Cancel Culture frontal an. Also ist auch vom 29. ist auch ziemlich neu noch, ja. Du wolltest was sagen gerade? Ja, also ich würde interessieren, wenn er jetzt einen Kanzler gemacht hätte. Ja? Ich meine, das stand ja immerhin mal zur Diskussion, ja? Ob er da jetzt genauso klingen würde. Ich wage es fast zu bezweifeln. Der Söder ist so ein Fähnchen im Wind. Die Definition vom Wendehals, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja. Das definiert diesen Charakter, diesen Menschen. Ja, aber ich komme ja aus Bayern, den Söder, den kannte man schon in den 90ern. Und damals hat man das schon. Zweitbeliebteste Politiker derzeit nach Beliebtheitsbarometer. Wer ist auf Platz 1, wisst ihr es? Habeck? Nein, nee, Sarah Wagenknecht. Echt, das ist Sarah Wagenknecht? Ja. Okay, also. Habeck ist gefallen, ne, in der Kunst. Ich hoffe, dass ihr jetzt das auch hören könnt, gell? Noch nicht? Läuft aber nicht. Also, ja, Moment, machen wir nochmal neu hier. Musk hat wieder zugehört. So, jetzt. Wir bekommen so eine Diskussion, ich nenne es mal um diese ganze Wokeness-Themen, die wir haben. Und dann sind viele der Überzeugung, es geht in die falsche Richtung. Jugendlichen, denen empfohlen wird, aber ich glaube, die Leute da draußen hören es vielleicht. Ja, ja. Damit hat mir das nicht letztens schon mal so? Also, ihr könnt es leider nicht hören, weil das Mischpult hier der Ersatzmischpult ist, aber alle anderen können es hören. Ihr könnt es mitlesen. 1-0 für euch da draußen. So. Yes, also nochmal. Der zweite Teil ist, die Menschen brauchen Identität. Und wir bekommen so eine Diskussion, ich nenne es mal um diese ganze Wokeness-Themen, die wir haben. Und dann sind viele der Überzeugung, es geht in die falsche Richtung. Jugendlichen, denen empfohlen wird, Hormonpräparate einzunehmen, damit sich ihre Pubertät nicht entwickeln kann. Ist ja geradezu absurd, was wir auf einer Homepage des Bundesfamilienministeriums gesehen haben. Das Gendern, die Vorschriften, was man essen soll, all diese Debatten sind ja abenteuerlich. Es ging nicht um Winnetou zum Beispiel, aber wenn sich Künstler gar nicht mehr trauen zu sagen, wir würden einen Film noch machen, wo läuft es dann eigentlich hin? Und da fragt man sich manchmal, was los ist in dem Land. Und da setzen wir immer auf die Idee einer Liberalitas Bavariae, leben und leben lassen. Jeder soll denken, was er will, jeder soll sagen, was er will und jeder kann auch mal ein Lied singen, was er will. Und dieser ganze Zwang und dieses Korsett, zum Teil auch etwas spießig, nervig, wie diese Wokeness ist, das wollen viele Menschen nicht und wir geben ihnen eine Stimme. Der zweite Teil ist, die Menschen brauchen Identität. Ich fasse es nicht, echt. Also dieser ganze Zwang und ist, hat der überhaupt die letzten 2,5 Jahre auf dem Schirm, weißt du so? Es ist ja, leben und leben lassen. Manchmal frage ich mich wirklich, ob der ein oder andere ab und zu mal hier reinguckt, weißt du? Das ist schon wirklich krass. Ja. Ich meine, weißt du, wie er dann so sagt,
ja, man soll doch die Freiheit sagen, zu sagen, die Freiheit haben zu sagen, was man denkt und so weiter. Hey, Söder, erinnern wir uns, ich meine an diese Corona-Zeit, so, da war auch Söder einer von denen, die da immer draufgehauen haben auf all diejenigen, die jetzt da irgendwie nicht zu sich gleich zufriedenstellen mit all den Maßnahmen, und ob das die Maskenthematik war, das ganze Impfgezähle. Überlegen wir mal, es ist noch nicht mal ein Jahr her, wo wir diesen unglaublichen Druck im Land hatten, so bei dem Impfthema. Und jetzt stellt er sich dahin und haut so einen raus. Es ist halt, was er hier sagt, stimmt alles, aber es ist, wer es sagt, was er ist, ey, der größte Wendehals, den man sich so vorstellen kann. Das ist einfach von seiner Psyche der Typ, der ist heute Hü, morgen Hot, der hat null Glaubwürdigkeit. Aber ja, in der Politik kann man damit Erfolg haben. Ja, so ein bisschen anti-vogue das Ganze, ja. Ich bin heute auf einen Artikel von der New York Times aufmerksam geworden. Und zwar geht es darum, dass Go Woke, Go Broke jetzt auch sich in Hollywood ziemlich breit macht. Die haben also wirklich reihenweise Produktionen eingestampft oder teilweise gar nicht gesendet, wo sie gemerkt haben, das wird einfach nicht akzeptiert. Du kannst es noch so mit der Brechstange durchdrücken wollen über Politiker, Lehrer, Manipulatoren, Meinungsvervielfältiger. An der Kinokasse wird einfach letztendlich abgestimmt. Und wenn die Leute eine dunkelhäutige Meerjungfrau nicht sehen wollen, dann wird es einfach auch nichts daraus. Ja? Ich hatte damit kein Problem, aber offensichtlich der Massengeschmack schon. Oder es gab auch verschiedene, wir haben neulich auch schon drüber gesprochen, diese schwule Comic-Serie da von Supermans Sohn oder so, eingestellt. Batgirl eingestampft mit einer Latina in der Hauptrolle, Transgender-Darstellerin in der Hauptrolle, eine Frau als Drehbuchautorin, Frau als Produzentin, zwei muslimische Männer als Regisseure. Wird nicht gesendet. Wobei die sicher einzeln dafür nichts können, aber letztendlich ist in Hollywood jetzt so die Erkenntnis durchgekommen, das bringt nichts. Ja? Da müssen sie zurückschrauben. Und ich frage mich, was dazu geführt hat, ne? Dass es so weit kommt. Oder anders gefragt, weil die Leute haben es halt einfach satt. Das ist letztens so banal. Und deswegen, auch wenn du eben für diese Themen wirklich für die stehst, warum drückst du es den Leuten so rein? Das ist du kriegst die gegenteilige Reaktion. Irgendwann haben die keine Lust mehr darauf. Und irgendwann, das ist wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Weißt du, irgendwann sind dann Leute, die sich davor, die überhaupt nicht dafür interessiert haben, die eigentlich ein liberales Wesen haben, die sind auf einmal dann tatsächlich gegen gewisse Themen, weil sie einfach keinen Bock mehr haben. Oder dann, du kommst dann in so eine Protesthaltung. Wenn die Leute Sport anschauen wollen, dann wollen die einfach nur Sport sehen. Wenn du einen Kinofilm siehst, eine Literaturverfilmung, dann möchte ich, dass es halt so irgendwie an der Story im Buch irgendwie so einigermaßen orientiert. Die Leute haben da einfach keinen Bock drauf. So einfach ist es. Genau. So einfach ist das. Go woke, go broke. Punkt. Das war jetzt der Artikel, auf den sich der da bezogen hat. Ich habe es auch woanders gefunden. Aber ja, wollte es nur noch mal kurz zeigen. Das rentiert sich offensichtlich nicht. Und bin gespannt, ob das in anderen Bereichen unserer Gesellschaft sich auch irgendwann durchsetzt. Wenn 95% in einer Umfrage sagen, Gender ist scheiße, und die Beteiligten dann trotzdem sagen, ja, dann müssen wir halt noch mehr, dann wird es vielleicht auch hier irgendwann sich durchsetzen. Oder wie Heinz Rudolf durchsetzen, sondern das andere wird sich nie durchsetzen. Es ist ja nicht so, dass es mal weniger als 95% waren. Ne? An Universitäten fliegst du durch als Student, wenn du nicht genderst. Naja, wenn das eben nicht an allen, also das ist auch nur nicht überall so. Ja. Ja, aber es gibt diese Fälle, ja, in der Tat. Ja. Und gendern, ja, die gehen dann auch schon vor Gerichte zum Teil, diese Geschichten. Mal sehen, wie das ausgeht. Ja, das dürfte spannend werden, tatsächlich. Weil die Gerichte letztlich sagen, wenn die sowas kippen, dann sagen, nein, es wird nach, wie ist denn das eigentlich? Ist Gendern nach Duden, nee, oder? Das ist jetzt keine Rechtschreibungspflicht, oder? Musst du gendern? Oder ist es ein Rechtschreibfehler, wenn du es nicht tust? Nein, auf keinen Fall. Die offizielle Rechtschreibung hat sich da noch nicht geändert. Ja. Aber es ist natürlich, das ist vor Gericht dann auch schwierig, weil so eine Universität, ist dann Formfehler, oder? Ja, aber die Universität, ich glaube, die haben auch die Möglichkeit, hier die Form zu definieren. Das kannst du schon. Das kannst du vielleicht sogar als Lehrstühle. Banal ist es bei diesem, jeder Student kennt das, dieses Thema mit den Fußnoten. So.
wie man das genauer handhabt. Da gibt es durchaus unterschiedliche Möglichkeiten. Allein schon schreibst du eine Fußnote immer auf derselben Seite unten rein oder machst du am Ende eine Liste von deinen Fußnoten. Allein da. Und da gibt es Unterschiede. Da gibt es jetzt keine klare Regel. Der eine Lehrstuhl macht das so, der andere so. Und die eine Uni macht das so, die andere macht das so. Aber da haben sie sozusagen schon die Möglichkeit, hier so normativ was abzustecken. Und möglicherweise hat die Uni dann auch eben so eine Art Hausrecht zu sagen, unsere Arbeiten, weil das ist ja dann eine wissenschaftliche Arbeit von dieser Uni. Das Erste, was du schreibst aufs Deckblatt, ist die Uni. Vielleicht haben sie da die Möglichkeit zu sagen, an diesem Lehrstuhl, ich kann es mir noch nicht vorstellen, dass du aber wirklich, wenn du es nicht so schreibst, dass dann dein Examen durchgefallen ist. Wenn ich jetzt Lehrer bin, krass. Mein Schüler oder mein Student gendert und ich mache einen Rechtschreibfehler draus, wer ist dann im Recht? Ja, keine Ahnung. Plötzlich haben wir diese Probleme, über die man sich noch nie Gedanken gemacht hat. Ja, das ist so. Es sollen irgendwelche Richter müssen das entscheiden. Ich Gott sei Dank nicht. Naja. Ja, albern, ne? Aber klar, auf der anderen Seite, Sprache ist schon sowas. Es kann ja nicht jeder schreiben, wie er will, weil dann verlieren wir auch eben eine Rechtschreibung. Und es gibt auch eine gewisse Ästhetik in der Sprache. Das ist das Problem. Man könnte jetzt doch nicht sagen, ja, soll halt jeder machen, wie er will. Es geht nicht. Ja. Und aus meiner Sicht, da bin ich tatsächlich so konservativ, ich halte mich an den Standard, den uns die Vorderen gegeben haben, also den wir halt bekommen haben. So, ja. Sprache ist etwas, was sich schon verändert. Und auch in unserer Zeit sich verändert. Wir haben heute auch Begriffe, die es meiner Kinder noch gar nicht gab. Wir reden von Handys und ich meine diese ganzen technischen Begriffe, die mit dem Internet gekommen sind, wie viele wir benutzen so in unserer Sprache. Okay, Sprache kann sich verändern, das ist gut, aber ja, dass da Leute gibt, die da vom Kopf heraus, von oben herab irgendwie Sprachregeln aufstellen, ja, das darf eigentlich nicht sein. Da darf eigentlich tatsächlich nur der Duden-Instanz sein. Ja, in der Tat, ich habe ein bisschen Schärfe verloren. Ah, jetzt sieht man deinen Kürbis auch wieder besser. Sehr genau, gutes Stichwort. Heute so liebevoll hier hintrapiert. Und jetzt ist hier auch alles nass, das läuft alles raus. Ah, voll die Sauerei. Aber hey, wir kommen zum Ende der Sendung so langsam. Wie sieht es denn aus mit den Kürbissen? Hast du noch ein paar bekommen hier? Ja, ja, die Leute haben fleißig geschickt und manche sind noch am Schnitzen. So, bei uns sind auch wieder echt schöne Sachen dabei. Robert hat sich schon angelegt. Yes. Oh, ja. So, also jetzt in der Dia-Show einfach. Das ist so klassisch. Nee, komm, Robert, manuell weiterschauen, sonst ja, lass uns ruhig noch was dazu sagen. Ja, nein, nicht in der Dia-Show automatisch, sondern halt wir sehen okay. Dann quasi immer die einzelnen Werke da. Der ist noch live entstanden, ja. Da sieht man noch die Spuren, die hat am Rechner gemacht. Ja. Der einzelne Künstler möge sich dann angesprochen fühlen, da steht jetzt kein Name dabei, ja. Nein, wir haben jetzt keine Namen, aber zu dem einen oder anderen kann man auf jeden Fall schon was dazu sagen. Aber grundsätzlich, ich meine, ich habe es heute auch wieder gemacht, mit Kindern Kürbisse schnitzen ist schon irgendwie cool. Ne? Und ach Gott, als ich heute aufgerufen habe auf Telegram, Leute, wir wollen eure Kürbisse sehen. Ah, was da wieder für eine Diskussion losging. So, ja, ihr Satanisten und hier, wie kann man das huldigen und tralala. Hey Leute, es geht hier einfach um die Kunst in aller erster Linie. Das finde ich übrigens sehr, sehr schön. Da gibt es gleich noch eine Nahe, glaube ich, cool aus, von diesem Bild. Wirklich sehr kreativ. Sehr gut. Was ich auch sehr interessant finde, ist, das ist irgendwie so dieses Motiv dieses Jahr, der kotzende Kürbis. Ja. Hatten wir letztes Jahr irgendwie zwar ein, zwei Mal dabei, so als Anregung, ja. Haben sich sehr viele für dieses Jahr inspirieren lassen, wie man sieht, ich auch. Ja. Woher Sick kommt of it all, das ist der Zeitgeist. Der ist toll. Guck mal, wie detailliert unten auch der Friedhof und die feinen Ohren und die Fledermaus, also... Ja, wie geil ist das denn? Ich frage mich gerade, ob Kürbisse sind gelandet, hieß der Spruch zu diesem Bild. Gibt es auch noch ein Bild dazu, wo die alle nochmal nebeneinander stehen? Ich frage mich, ob ich den Piloten kenne von dem Flieger, weil der Flieger mir gerade so bekannt vorkommt. Meinst du, der fliegt noch? Nee, ich kenn jemanden, der sich sein eigenes Flugzeug gebaut hat und das ist auch ein Doppeldecker in der Richtung. Ich muss mal gucken, ob er das war. Der guckt nämlich auch immer wieder zu. Also, liebe Grüße, Thomas. Fliegt er noch, ja. Hat aber herzlich. Oh, was tut sich denn da drin ab? Hier, ja, das ist... Was ist denn da in dem Inneren des Kürbis los? Ja. Innenleben ist sehr interessant, ja. Sehr kreativ. Ach, das hat schon was, oder? Wenn die so dann im Dunkeln leuchten, ich finde, das ist wirklich eine schicke Erntedankfest-Tradition. Und ich glaube, das haben die Leute halt echt schon immer gemacht.
Also einfach, weil sie es anbietet. Hey, das ist die Natur. Um die Jahreszeit kriegst du diese Dinger. Und ganz oft hat man ja Kürbisse auch. Klar, du kannst die essen, aber ganz oft sind die auch einfach am Kompost. Da wachsen die. Ich weiß, früher so war das jedenfalls so. Und dann ist es halt einfach da. Und dann kannst du was damit machen. Ich glaube, das haben Leute schon immer gemacht. Hm. Ja, meinst du? Also ich weiß es nicht. Ist es nicht so ein bisschen von Amerika rüber geschwappt? Ja, die moderne Welle natürlich. Also diese moderne, kommerzielle Halloween-Welle, das ist Amerika. Das ist jetzt auch in Korea feiern und so. Aber mit einem Kürbis zu schnitzen, das hat man bestimmt hier schon vor 1000 Jahren auch gemacht. Also wir haben sehr viele. Also ich weiß, ich habe als Kind haben wir auch schon Kürbisse geschnitzt. Und da gab es den Begriff Halloween noch nicht. Kann ich dir echt sagen, in den 70er Jahren. Ja, klar. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal Halloween gehört habe. Das war auch schon in den 80er Jahren. Da waren wir sehr modern bei uns im Dorf. Da gab es einen, der hat eine Halloween-Party geschmissen. So. Und das fanden wir auch alle cool. Hey, jetzt war's Fasching. Ja, und, ich meine, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Und da gab es das auch schon. Aber das war das erste Mal, wo ich den Begriff gehört habe. Noch bevor ich meinen Austausch in Amerika hatte. Und aber wir haben in den 70er haben wir auch schon Kürbis geschnitzt. Ui. Aber hey, ja. Auf den haben wir fast gewartet, die Farbe Orange. Ui, wie geil ist das denn? Also das geh danach trotzdem noch mal eins zurück, Robert. Das braucht noch mal eine besondere Erwähnung. Das kriegt 10 Kreativpunkte extra. Ja, sehr, sehr cool gemacht. Ja. Mir fällt dazu nichts ein. Das ist wirklich geil. Also danke. Jetzt haben wir sogar das ist was Spaciges. Cool, das ist wirklich das Raumschiff, oder? Von dem wir mal sprechen hier. Das sieht richtig geil aus. Ist da drin auch leuchtet, so Hightech-mäßig. Ja? So, was ist jetzt das? Ach so. Das kommt mir doch irgendwie bekannt vor. Spritze. Das ist eine Spritze. Oder hier hinten der Kolben. Spritze, das sieht aus wie so ein Motorleuchtensymbol in der Autoarmatur. Ja, irgend sowas. So ein Pannensymbol. Irgendeine Fehlermeldung, die man nie versteht. Oder so. Genau. Ja, okay, das muss ja irgendwo halten. Deswegen hat er das stehen lassen. Genau, das sind ja... Das ist mit Zahnstochern fixiert in der Mitte, oder? Ja, stimmt. Und das ist irgendein... Was ist das Symbol dann da? Vielleicht Aufklärung. Vielleicht kann der Chat uns aufklären. Der Künstler kann uns da vielleicht helfen, was das genau sein soll. Okay. Ja, der ist angry. Hier ganz aktuell. Das ist von dir. War von heute. Ja, dein T-Shirt. Ja, sehen wir an den Klamotten hier. Ja. Heute unsere Klamotten. Ja, super. Wow. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also, boah, ein Dutzend. Leute, ihr wart echt fleißig. Wow. Boah, der sieht auch schön aus. Oh, für Kreativität hier erster Platz bisher. Also wirklich, der von auch filigran und so weiter. Haunted House. Auch nicht schlecht. Das Prinz Charles oder Nosferatu? Auch nicht schlecht. Das sollen wir sein. Okay, jetzt gibt es mich auch als Kürbis. Passt das auch. Ziemlich viel Ähnlichkeit auch so. Endlich gibt es dich auch als Kürbis. Warte mal, was waren wir dem letzten Jahr? Das da? Müssen wir mal gucken. Okay. War das Messer davor gelegen? Ja, du wirst es ja nicht mit den Zähnen schnitzen, oder? Was ist jetzt das? Der ist schon ein paar Tage alt. Ich glaube, VfB, ole, ole. Genau, es war noch aus den goldenen Zeiten von dem Verein, das ist schon Ecke her. Also. VfB Stuttgart oder was ist das? Okay, ja, ich verstehe. Für die Kinder, Liv und Smiller, oder heißt das was anders? Ist der angemalt oder ist der schon auch schon ein bisschen älter? Oh, guck mal, das ist geil mit den Händen da. Das ist ja richtig geil. Stimmt, eingesperrt. Ach, jetzt sehe ich es erst. Wow. Und die Maus, ja, auch lustig. Zoom da mal ran. Ja. Ach. Was da für ein Eins Netz gelegt? Was ist das jetzt hier? Wieso kommt das Bild hier? Wie kommt jetzt hier? Du solltest an den anderen ranzoomen, nicht wegzoomen. Aber es hätte doch peinlichere Bilder aus deiner Collection gegeben. Guck, das sieht doch geil aus. Das sieht super aus. Großartig. Das ist großartig, ja. Auch hier. So, das haben wir einmal gesehen, das reicht auch. So, und das ist der Last One. Das war der letzte. Ey, super, vielen Dank an alle, die eingesendet haben. Runde Sache, wirklich. Ich schnitze wenig Kürbisse mit Kindern, weil hier keine Kinder rumlaufen. Aber trotzdem, sehr schön, das zu sehen. Das eine Bild war wirklich da mit dem Haus. Das fand ich extrem kreativ, ja. Also vielen, vielen, vielen Dank an alle, die uns das zugeschickt haben. Und Spaß daran haben, so wie wir auch. Und ist es nicht schön, ja, wenn man so einen Kürbis schnitzt und dann sehen den ein paar 10.000 Leute, ja, da weiß man doch gleich, wofür man das gemacht hat.
Und wie gesagt, es macht unfassbar Spaß und Kürbissuppe ist sehr lecker und gesund. Aber die Kürbiskerne auch nicht. Die sind hier drapiert. Ja. Kannst du ein paar knabbern hier. Ja, ist eins noch morgen, manche von euch da draußen haben morgen Feiertag. Und den wünschen wir auch einen angenehmen Feiertag. Ist Sachsen ja nicht zum Beispiel. In Bayern, der Robert hat morgen keinen Feiertag. Am 1. ist der Feiertag. Nein, bei uns ist morgen der Feiertag. Echt? Bei uns ist Dienstag. 31. Oktober ist in Sachsen Reformationstag. Und ich glaube, den gibt's fast nur in Sachsen. Weil Allerheiligen ist... Vielleicht noch Sachsen-Anhalt oder so. Habt ihr dann Dienstag auch Feiertag? Weil Dienstag ist 1. November, Allerheiligen. Dienstag haben wir keinen Feiertag. Da ist eben der katholische Allerheiligen. Siehste, dann teilt sich das auf hier. Verstehe. Tatsächlich ist es deswegen durchaus erwähnenswert, weil da zeigt sich eben ja ein bisschen auch Geschichte, eben diese Kirchenspaltung, die es in Deutschland gab, weil Allerheiligen, das ist ja ein ganz altes Ding, eben All Hallows Eve, und das ist so diese Idee, wo eben, wie der Name sagt, die Heiligen geehrt werden. Und ihr wisst ja, so die Reformatoren und Martin Luther und die anderen auch, so Zwingli und so, Calvin, die haben alle Heiligen gecancelt. Und dann ist Allerheiligen geht dann gar nicht und haben die sozusagen einen Counter-Feiertag dann ins Leben gerufen. Der Reformationstag. Ist es nicht schön? Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, ja, Niedersachsen, so viele, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen. Das sind 69 Bundesländer. Die protestantischen Länder, ja. Okay, das ist interessant. Das ist dann auch wieder so, weil wir hier sowas ja gerne mal auch besprechen. So alte Kulturgrenzen, ist auch interessant. So protestantischen und die katholischen Länder in Deutschland. Hey, und ich meine, wir hatten in Deutschland 30-jährigen Krieg wegen dem Scheiß. Naja, das ist ein Thema. Das war da, wo der Limes entlang lief. Also da, wo die Römer sozusagen tatsächlich besetzt hatten, ja, und ihren Kulturkreis sozusagen da in Süddeutschland verbreitet haben. Im Norddeutschland waren die nicht. Ja. Das war zwar offiziell besetztes römisches Gebiet, aber nördlich vom Limes hat da nichts stattgefunden. Und genau da teilt sich das heute noch, ja, in protestantisch und katholisch. Wir haben erst am Dienstag Feiertag hier. Deswegen ist morgen in Bayern noch Brückentag, aber viele bleiben trotzdem zu Hause. Siehst du, Brückentag ist natürlich noch cooler. Dann hast du noch, weißt du, von jetzt Samstag, Sonntag, Montag, Dienstag und sind ja sowieso, bei uns sind ja diese Woche Ferien. Also in Bayern sind jetzt in dieser Woche Herbstferien. Deswegen, okay, auf jeden Fall für alle, die jetzt dann die Woche dann etwas entspannter angehen können, das wünschen wir euch natürlich viel Erholung. Es soll ja noch ein bisschen schönes Wetter bleiben. Wir sehen uns wieder am Donnerstag dann zu gewohnter Runde, da werden wir dann natürlich nach Brasilien gucken. Gerade habe ich gelesen, dass Lula jetzt den Bolsonaro überholt hat, angeblich schon, aber das wird sich dann zeigen. Knappes Rennen, mal gucken, wie es weitergeht. Und dann in diesem Sinn sage ich danke an euch Jungs, wünsche euch einen guten Start in euren Feiertag und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Klingt nach einem Plan. Klingt nach einem Plan. Wunderbar. Also, und damit jeder nochmal mitkriegt, wovon Drohnen träumen, in diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus. Tschüss.